Dann bitte muss er irgendwie mit der G oder wie auch immer. Also es wird aufgezeichnet. Und ich setze, alle, die da bleiben, setze ich voraus, dass sie einverstanden sind. Gut, Peter, geht los. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Georgi. Wieder mein Dank natürlich an den Veranstalter, an den Clubcomputer, diese Plattform hier zu bieten, das zweite Mal. Und ja, gehen wir es an. Die üblichen Bitten bitte bei Zoom-Meeting nach Möglichkeit die Mikrofone zulassen und natürlich, wenn Sie was fragen wollt, dann aufmachen. Ich werde nicht immer die ganzen Chats mitlesen können und möglicherweise auch übersehen, wenn jemand die Hand hebt. Da würde ich den Georgi bitten, dass du mir dann einfach ins Wort fällst, dass du also das beobachtest. Also ich habe zwar die Fenster offen, aber schauen wir mal, das ist nicht ganz so trivial. In Frontalvorträgen geht es natürlich besser, aufs Publikum zu reagieren. Schauen wir mal. Also wie gesagt, falls ich nicht reagiere auf eure Einwürfe, dann an dich, Georgi, dann musst du halt in irgendeiner Form mir ins Wort fallen. Genau, mach. Ja, wunderbar. Ja, dann schönen Abend an alle. Warte, dann Bildschirmfreigabe brauchen wir noch. So. Und los geht's. Ich habe hier auf der ersten Folie die Links für die Folien beider Teile, also als PDF-Dateien, auch gleich hingeschrieben und vom ersten Teil die Videoaufzeichnung auch bereits. Ich werde in dem zweiten Teil jetzt über mich nichts erzählen und auch sehr schnell über die Folien drüber gehen, die wir beim ersten Mal schon gesehen haben. Also im Zweifelsfall dann die PDFs eben nachschauen, wenn Sie irgendwas Näheres zu meiner Person oder so wissen wollt. Der erste Teil war ja eher so der Überblick, wie funktionieren unsere Netze. Und im zweiten Teil geht es jetzt eigentlich schwerpunktmäßig darum, wie schlägt sich diese Digitalisierung in unseren Haushalten nieder? Was sehen wir an neuen Komponenten und was tun wir damit? So, die Motivation ist eine sehr aktuelle natürlich. Es ist ja mittlerweile nicht nur der Strompreis, es ist ja auch die ganze Putin-Geschichte mit Gaspreis, also die Energiepreise im weitesten Sinn. Also das ist eine Folie, die im ersten Teil auch vorgekommen ist. Da hat sich in der Zwischenzeit was geändert. Also wenn Sie das vergleicht, bei der WEB sind beim letzten Vortrag gestanden, glaube ich, wo jetzt steht 34 Cent, sind da noch 25 Cent gestanden. Die Verbundgesellschaft hat ihr Angebot komplett rausgenommen. Also von der Verbund bekommt man jetzt gar keinen Neukundentarif mehr, sondern die sagen explizit, wir nehmen niemanden mehr. Also das ist einfach eine wirklich hochdynamische Geschichte. Und aus dem heraus entsteht natürlich genau jetzt die Fragestellung, was können wir tun, um uns dieser Geschichte zu entziehen? Den Inhalt habe ich schon mal kurz jetzt erwähnt gehabt. Also welche Komponenten haben wir im Haushalt? Dann die konkreten Beispiele, was ich gelöst habe und dann aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Geschichte mit den Energiegemeinschaften, warum die so wichtig sind, werde ich dann ein paar Folien später erzählen. Eine Wiederholung aus dem ersten Teil, unser Stromnetz, worum geht's? Wir leben ja in einer Hierarchie von übereinander geschachtelten Netzebenen. Im ersten Teil habe ich das ein bisschen detaillierter dargestellt. Hier ist jetzt also nur wichtig zu wissen, also wir bewegen uns da ausschließlich in den unteren Netzebenen. Also wir sind da in diesem Bereich unterwegs. Das heißt, unser Niederspannungsnetz ist das, was aus der Steckdose kommt zu Hause. Das heißt, unsere Photovoltaikanlagen hängen auf der Netzebene 7. Also die Netzebenen sind nummeriert. Also Netzebene 7 ist unsere Haushaltsebene. Netzebene 5 ist dann die Ebene, wo zum Beispiel unsere Windräder hängen, typischerweise regional. Also das ist die Ebene, die bis zum Umspannwerk geht. Und alles, was darüber liegt, interessiert uns in diesem zweiten Teil eigentlich nicht mehr. Vielleicht nur wichtig, unser Vis-à-vis ist der Verteilnetzbetreiber. Das heißt, das ist einer der Themen, die ganz wichtig in unserer Geschichte hineinspielen, wo wir dann auch genauer unterhalten müssen, wer tut da was, respektive wer soll was tun.
Es hat ja in den letzten Jahren ein bisschen so diese Goldgräberstimmung gegeben, irgendwer will meine Batterie fernsteuern, um sie zu einem Schwarmkraftwerk zusammenzufassen. Irgendwer anderer möchte meine Wärmepumpe ein- und ausschalten. Und das ist natürlich ein Ansatz gewesen, der zum Scheitern verurteilt war, aus dem eigentlich auch nichts geworden ist. Warum? Das habe ich auch schon im ersten Teil detaillierter erzählt. Das ist die Geschichte mit der Drehscheibe. Je mehr Themen, Anbieter, Komponenten wir vernetzen wollen, desto mehr solche Pfeilchen gibt es. Und wir brauchen einfach eine Drehscheibe. Und genau diese Drehscheibe brauchen wir im Haushalt auch. Und zwar ist das eben die Energiedrehscheibe. Wir haben, und das ist einfach die normative Kraft des Faktischen, in jedem Haushalt einen Zählpunkt, einen Stromzähler hängen. Und genau das ist mehr oder weniger die Übergabe. Das heißt, wir haben in jeden Haushalt hinein eine solche Schnittstelle, die da drüber läuft. Und oberhalb, also außerhalb, sind die Anbieter im weitesten Sinn. Und unten habe ich meinen Haushalt mit all den verschiedenen Komponenten, mit meiner Photovoltaik, mit meiner Batterie, Wallbox, Wärmepumpe und natürlich auch die normalen Verbraucher. Also um diese Situation geht es heute detaillierter. Was ist wichtig in dem Zusammenhang, wie auch in anderen Lebensbereichen? Also wir haben ja nicht nur gelernt in der Corona-Krise, dass es nicht gut ist, wenn die Masken aus China kommen. Wir lernen jetzt gerade, dass es auch nicht gut ist, wenn das Gas aus Russland kommt oder vielleicht die Kohle aus der Ukraine, sondern da gibt es dann die Pyramide auf der nächsten Folie, die uns einfach zeigt, wir brauchen solide Pyramiden, die auf ihrer Basis stehen. Und das heißt einfach, wir müssen versuchen, möglichst viel Energiefluss am Zählpunkt zu vermeiden, alles nach Möglichkeit intern, möglichst wenig soll hinaus, möglichst wenig soll rein. Und das, was rein und raus geht, soll nach Möglichkeit auch möglichst regional passieren. Also zuerst auf privatem Grund, dann auf unserer regionalen Netzebene und dann auch erst die Ebenen weiter hinauf. Das ist jetzt dieses berühmte Dreieck, das einfach ganz wichtig ist, dass wir uns darauf konzentrieren. Oberste Priorität, also in dem Fall am untersten auf der Pyramide, ist der Eigenverbrauch. Alles, was sich innerhalb des Haushalts bewegt, das, was mir überbleibt, auf die nächste Ebene heben, aber möglichst regional zwischen Nachbarn oder im Geschosswohnbau zwischen den Wohnungen. Alles das, was sich da nicht mehr ausgeht, dann hinauf in die Siedlung, dann in die Kommune und so ganz nach oben. Und ich habe auf der rechten Seite diesen roten Pfeil, nach oben werden die Kosten immer höher und umgekehrt der grüne Pfeil links. Nach unten wird natürlich die Autarkie und die Resilienz immer günstiger. Also das sind ganz wesentliche Argumente, warum sollen und wollen wir uns das antun. Ja, wir brauchen jetzt im Zuge dieser Digitalisierung natürlich neue Komponenten, die es bisher möglicherweise nicht gab, die teilweise auch sehr kontroversiell diskutiert werden. Ich gehe da gleich die Folien durch. Das berühmte Smart Meter. Also es ist ganz klar, im Strommarkt ist der Smart Meter ein Prärequisit, ohne dem geht es nicht. Warum? Weil das einfach die Schnittstelle ist zwischen unserem Haushalt und der Welt draußen. Ich habe das im ersten Vortrag verglichen auch mit der Situation, das ist einfach die geeichte Waage im Supermarkt. Der Verteilnetzbetreiber bietet uns mehr oder weniger den Marktplatz, den Supermarkt, den Parkplatz, die Wege dorthin, die Straße und die Schnittstelle ist, wenn ich rausgehe beim Supermarkt, die Waage mit der Kasse. Ohne dem geht es nicht. Und da gibt es leider rund um Smart Meter auch ganz viele Diskussionen und Missverständnisse. Muss ganz klar verstanden werden, dass Smart Meter ist ein rein passives Gerät. Der Smart Meter misst einfach unseren Energiefluss. Und zwar in 15-Minuten-Intervallen. Das ist das, was dann übermittelt wird und das ist das, nachdem auch verrechnet wird. Der Smart Meter Rollout in Europa ist eine jahrzehntelange abgestimmte Geschichte und es wird auch manchmal dann dem Smart Meter angedichtet. Das wird dann meine Verbraucher ein- und ausschalten. Da gibt es dann irgendwelche Energiemanagement-Funktionen.
da muss man ganz klar sagen, das ist falsch. Das Smart Meter ist eine passive Komponente, die der Abrechnung dient und nicht mehr und nicht weniger. Mit einer Ausnahme eventuell, es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass das Smart Meter eine sogenannte Kundenschnittstelle haben muss. Die ist aber leider erstens nicht standardisiert. Das heißt, wir haben in Österreich ca. 10 bis 20 verschiedene Smart Meter-Typen, je nachdem, welcher Netzbetreiber welche Geräte halt einkauft. Und über diese Kundenschnittstelle bekomme ich auch nur bestimmte Daten in einer bestimmten Frequenz. Also wenn ich über das hinausgehend mehr machen will, geht das nicht. Also das war mal kurz die Geschichte zum Smart Meter. Was ich aber machen kann und was auch relativ oft schon gemacht wird, in Serie zum Smart Meter eine private Subzählung zu installieren. Das heißt, ich montiere ein Gerät, eine Komponente, wie wir sie hier in verschiedenen Formen abgebildet sehen. Da gibt es Dutzende verschiedene Anbieter. Zum Teil liefern die Hersteller von Photovoltaik-Equipment auch eigene Lösungen mit. Und zum Beispiel im Zusammenhang mit Photovoltaikanlagen, mit Batterien, muss ich sowas haben, weil ohne dem geht es dann nicht. Das heißt, alle, die schon eine Photovoltaikanlage haben mit einer Batterie, haben auch diese private Subzählung. Und das kann ich mir auch völlig unabhängig davon montieren. Warum wir das brauchen, kommt dann ein bisschen später. Was ist der Vorteil? Ich kann erstens beliebige Datenfelder mir abholen. Also zum Beispiel die einzelnen Phasenleistungen. Die Kundenschnittstelle am Smart Meter bietet man nur die Gesamtsumme. Bei der privaten Subzählung kann ich die Leistung in jeder einzelnen Phase abholen. Ich kann beliebige Messintervalle mir holen. Also kann, wenn ich lustig bin, alle Zehntelsekunden mir die Werte holen. Und ich habe einfach das in meiner eigenen Verfügbarkeit. Also ich weiß nicht, wer schon versucht hat, an die Kundenschnittstelle des Providers heranzukommen. Das ist teilweise eine wirklich holprige Geschichte. Und wenn dann der Zähler getauscht wird, dann kann ich durchaus in die Schlamastik kommen, wenn das nächste Gerät ein anderes ist, dann schaut auch die Kundenschnittstelle anders aus. Darum ist einfach diese private Schnittstelle immer ein Vorteil. Dann brauche ich natürlich, wenn ich jetzt in dieses Thema reingehe, auch steuerbare Komponenten. Zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, die mir ein eigenes Energieangebot im Haushalt liefert. Und dann halt dahinter, um das auch zu nützen, zum Beispiel eine Wallbox, mit der ich mein Auto laden kann, eine Batterie, wo ich Energieverschiebung Tag-Nacht abwickeln kann, zum Beispiel eine Power-to-Heat-Lösung, das heißt in die Warmwasserbereitung gehen oder in der Übergangszeit auch in die Heizungsunterstützung. Dann kann ich geschaltete Steckdosen montieren, die ich irgendwie mitsteuere, um irgendwelche Geräte ein- und auszuschalten. Wir haben mittlerweile Haushaltsgeräte, die Schnittstellen haben. Also da gibt es eine ganze Menge an Komponenten. Und über das Ganze drüber stülpen muss ich dann eine Art von Energiemanagement. Das heißt, ich brauche eine Instanz, die sich um die Vernetzung dieser Komponenten kümmert. Das kann auch bereits vorhanden sein. Ich habe das schon kurz angesprochen. Alle, die vielleicht schon eine Photovoltaikanlage mit einer Batterie haben, die haben sowas schon, weil das dort ohne dem nicht geht. Das heißt, sobald ich eine Batterie und eine Photovoltaik habe, dann muss ich das managen, wie die Energieströme fließen. Ich kann mir das auch selber bauen. Ich kann es auch kaufen. Es gibt mittlerweile auch verschiedene Anbieter, die solche Komponenten anbieten. Und nachdem wir da vom Veranstalter her Club Computer sind, wo also hoffe ich zumindest einige computeraffine Leute sind, ich kann das auch mit ganz kleinen Einheiten, zum Beispiel Raspberry, Arduino etc. selber bauen. Also da sind der eigenen Kreativität auch keine Grenzen gesetzt und das ist in Wirklichkeit auch eine einfache Geschichte. Also das ist viel einfacher als vieles andere in der IT-Welt. Ich kann das auch zum Beispiel mit alten PCs realisieren, mit einem Notebook zum Beispiel. Warum Notebook? Weil es einfach weniger Leistung braucht. Was hat der Raspberry für einen Vorteil? Ich habe dort nur eine Leistungsaufnahme von einem Watt ungefähr. Weil jetzt zum Beispiel permanent irgendeinen großen PC mit 200 Watt Leistungsaufnahme mitlaufen zu lassen, um mein Energieprofil zu optimieren, das kann ein Schuss ins Ofenrohr sein. Und wenn ich jetzt natürlich in einer Energiegemeinschaft teilnehmen will, brauche ich natürlich eine Internetanbindung, weil ich dann irgendwelche Daten austauschen muss.
Und ja, als letztes Statement zum Energiemanagement, das kann auch eine rein passive Geschichte sein. Also auch wenn ich keine Komponenten noch habe, die ich managen kann, kann es trotzdem spannend sein, überhaupt mein Lastprofil einmal zu verstehen. Welche Stromaufnahme hat mein Haushalt tagsüber oder in der Nacht? Wie schaut der Photovoltaikertrag aus, wenn ich eine Anlage habe? Oder natürlich jetzt im Zusammenhang, wenn ich schon in einer Energiegemeinschaft drinnen bin, das sehen wir dann ein bisschen später auch, was kann ich mir da dann alles an Daten abholen? Kurz noch zu den Datenflüssen. Was sehe ich? Wir haben ja unten jetzt diese Geschichte mit dem Haushalt, wo ich typischerweise noch nichts habe, aber ich habe auf jeden Fall, sofern ich mich zum Beispiel schon mittels Smart Meter Opt-in drum gekümmert habe, bereits ein Smart Meter und der Verteilnetzbetreiber bietet mir dann, und das geht ja bereits jetzt schon, ich kann da, also da ist jetzt der Smart Meter. Das Smart Meter wird einmal am Tag ausgelesen vom Verteilnetzbetreiber, also da gibt es automatisierte Datenübertragung, das ist der Pfad, der dann nach oben läuft. Ich bekomme dann alle 24 Stunden das aktualisiert und kann mir das hier am Portal vom Verteilnetzbetreiber abholen. Und das ist eine tolle Geschichte, weil das sind dann wirklich zum Beispiel CSV-Files, die ich in meine Excel-Formel oder wo auch immer einpflegen kann und sehe dann wirklich ganz detailliert, was passiert in meinem Haushalt. Also das ist ohne jetzt Hardware-Investition, sobald ich einen Smart Meter habe, das ist natürlich Systemvoraussetzung, bekomme ich diese Geschichte. Wenn ich mir jetzt einen privaten Subzähler montiere, ich schaue gerade den Mauszeiger, seht ihr nicht. Also wenn ich jetzt da in dem Bereich mit tue, dann kann ich mir von meiner privaten Subzählung Daten nach Belieben holen. Oder wenn ich über die Kundenschnittstelle des Smart Meters gehe, also da brauche ich dann typischerweise um 20 Euro, da kann man das auch selber bauen, einen Infrarot-Auslesekopf. Dann bekomme ich, sofern ich es schaffe, dass mir mein Verteilnetzbetreiber diese Schnittstelle freischaltet, dann kriege ich einmal in der Sekunde da einen Datensatz, halt nicht mit allen Feldern, die ich von der privaten Subzählung sehe. Also das ist mehr oder weniger einmal der Einstieg in diese neue Datenwelt. Dazu gibt es jetzt bereits ein sehr häufig in der Praxis vorzufindendes Beispiel. Es ist die Geschichte, wenn ich eine Photovoltaikanlage mir kaufe mit einer Batterie, dann habe ich hier, das ist jetzt die Geschichte, die mir der Photovoltaikanbieter liefert. Also das ist mehr oder weniger eine Gruppe an Elementen, da ist natürlich der Wechselrichter drinnen, die Photovoltaik und wenn ich eine Batterie habe, dann hängt diese Batterie typischerweise mit am Wechselrichter und diese Energiedrehscheibe, dieses rote Ding, das ich da gezeichnet habe, das ist einfach dann im Wechselrichter mit drinnen und auch der Subzähler dann typischerweise kommt vom Photovoltaikanbieter. Warte, ich habe da jetzt gerade gelesen, Netz Niederösterreich, da ist noch nicht funktioniert. Ja, das ist also EVN, ist österreichweit der Verteilnetzbetreiber, der die Smart Meter Opt-in-Geschichte am weitesten verschleppt. Detail am Rande, das ist seit 2017 Gesetz, also sowohl jetzt in der LWOG-Ecke als auch im elektronische Messgeräte-Einführungsverordnung, glaube ich, heißt das Ding, ist der Netzbetreiber verpflichtet, binnen, ich glaube, 6 Monaten ab Antragstellung ein Smart Meter zu montieren. Derzeit allerdings ist es so, dass der Verteilnetzbetreiber durchaus sagt, ja, das Smart Meter habe ich eh hingehängt, aber dass es auch im Hinterland integriert sein soll, das steht halt leider nicht im Gesetz. Ist ja genau ein Thema, kommt dann ein bisschen später. An dem hängen wir tatsächlich und an dem hängt leider auch die Geschichte mit den Energiegemeinschaften. Ja, ich glaube, damit können wir es da mal gut sein lassen, was schon vielleicht dann noch zur Abrundung eben ist. Wenn ich jetzt eine solche Photovoltaiklösung habe, dann hat meistens der Anbieter auch ein Portal und über das Portal kann ich mir dann wunderschöne Grafiken abholen, also je nach Anbieter, ob das jetzt Fronius ist oder SolarEdge oder wer auch immer, die alle haben dann Lösungen, wo ich genau sehe, was liefert meine Photovoltaik,
was habe ich für einen Eigenverbrauch im Haus und was geht dann letztlich über den Zählpunkt hinaus. Also da gibt es schon ganz viele Lösungen und zum Teil können diese Photovoltaik-Lösungen dann auch schon meine Wallbox steuern oder Power-to-Heat von Fronius. Zum Beispiel gibt es den Ohm-Pilot, der dann meine Brauchwasserbereitung ansteuern kann. Also das gibt es von der Stange grundsätzlich zu kaufen. Schwierig wird es, wenn ich viele verschiedene Komponenten integrieren will. Ja, was ist jetzt das Ziel dieser Übung? Es geht einfach einmal jetzt in erster Instanz darum, möglichst innerhalb meines Zählpunkts meinen Eigenverbrauch so zu optimieren, dass möglichst wenig rein und raus fließt. Das ist die grüne Linie bei mir. Also das sind jetzt die Echtdaten aus meinem Februar, von meinem Haushalt. Die drei Linien, das rote ist die Photovoltaik, das blaue ist das, was in die Batterie rein und raus fließt. Und am Zählpunkt schreibe ich de facto für das ganze Monat eine Nulllinie. Das ist genau die Eigenverbrauchsgeschichte. Aber die funktioniert nur bis ungefähr Ende Februar. Warum? Werden wir gleich sehen. Das ist jetzt meine Jahresbilanz. Das heißt, alle Haushalte, die eine Photovoltaik mit einer Batterie haben, werden eine ähnliche Situation haben. Das heißt, in den Sommermonaten, das sind diese grünen Monate, habe ich ganz wenig Bezug vom Netz, weil die Batterie verschiebt mir den nächtlichen Strombezug weg vom Netzbezug auf die Batterie. Im Winter habe ich eine Unterdeckung, das heißt, da nützt mir die Batterie wenig, weil auch von der Photovoltaik zu wenig kommt. Das sind die roten Monate, das heißt, das sind die Monate, wo ich tatsächlich Energie beziehen muss. Und die spannende Geschichte, die wir heute auch ausführlicher anschauen müssen, sind die gelben Monate, nämlich das sind die Monate, wo die Photovoltaikanlage viel mehr Energie liefert, als ich im Haushalt eigentlich unterbringe. Sprich, das ist dieser Block hier. Ja, vielleicht noch dazu zu sagen, ganz interessant ist das oberste hier, die zwei orangen Felder. Also das ist jetzt meine Bilanz über mehrere Jahre. Das heißt, ich habe vom Netz ungefähr nur ein Drittel der Energiemenge bezogen, die ich umgekehrt einspeise. Also das ist genau die Situation mit einer größeren Photovoltaikanlage, sagen wir mal ab 5 kW Peak ungefähr, also bei mir sind es ca. 10 kW, liefere ich wesentlich mehr Energie ein, als ich selber beziehen muss. Und genau das ist diese Motivation, warum wir einfach schauen müssen, diese eingespeiste Energie dann regional auch zu verwerten, zum Beispiel um Elektroautos beim Nachbarn zu laden, der keine Photovoltaik hat oder vielleicht dann sogar im Geschosswohnbau in Richtung Haushalte, die dann eine Batterie haben. Und das ist eigentlich jetzt dann in der Folge eins der beiden Hauptthemen, die wir hier haben. Vielleicht ein paar Ideen jetzt noch zum Eigenverbrauch. Ich werde immer wieder gefragt, weil ich habe ja 12 kW Photovoltaik und wenn man sich diese Zahlen hier anschaut, was ich da pro Monat einspeise, das ist ja nicht wahnsinnig viel und das resultiert eben auch daraus, dass ich sehr viel im Eigenverbrauch habe, auch im Sommer, was vielleicht auch Neuland ist für manche von euch. Also eine klare Synergie für den Eigenverbrauch ist natürlich die Geschichte mit der Klimatisierung. Das heißt, alles, was im Sommer an Klimawandelfolgeeffekt zu klimatisieren ist, weil wir es einfach in unseren Dachgeschossausbauten nicht mehr aushalten, ist natürlich die perfekte Synergie mit der Photovoltaik. Und über das hinaus gibt es aber natürlich eine ganz breite Liste. Was kann ich noch alles tun? Saisonale Speicherung von Nahrungsmitteln zum Beispiel. Wir kochen im Sommer Marmelade, wir kochen Paradeiser ein. Man kann verschiedene Obstsachen dörren, Holz trocknen zum Beispiel. Also falls jemand mit Holz heizt, ist im Sommer durchaus ein Thema. Ich hatte zum Beispiel, wie ich noch mit Stückholz und mit Hackschnitzel geheizt habe, habe ich in meinem Holzlager Ventilatoren laufen gehabt, um dort eben wirklich die Feuchtigkeit forciert rauszubringen. Ich kann im Sommer Ethanol destillieren, zum Beispiel, um das in den Winter hinüberzubringen. Also alles, was energieintensiv ist und wo ich halt ein bisschen dann mit der Sonne leben muss. Das war jahrtausende lang ja im allgemeinen Verständnis drinnen, also in der Landwirtschaft.
war das eine ganz klare Geschichte. Alles, was mit energieintensiven Themen zu tun hat, kann ich nur im Sommer machen und im Winter habe ich es dann eher hinterm Kamin gemütlich. Und wir sind natürlich von dem abgekommen, weil der Strom kommt jederzeit aus der Steckdose oder das Gas oder was auch immer. Und wir müssen aber dorthin zurück, dass gerade in unseren Breiten ist einfach das solare Energieangebot ein sehr saisonales. Und dorthin wieder zurückzufinden, dass wir uns überlegen, wie ist jetzt dieser Saisongang und was können wir verschieben. Als letzten Punkt habe ich jetzt noch aufgeschrieben, weil das jetzt das neueste Hobby ist jetzt bei mir im Haushalt, ein Glashaus. Also auch da, um zum Beispiel Nutzpflanzen schon vorzuziehen, um viel früher in die Erntemöglichkeit zu kommen. Und auch dort habe ich natürlich zusätzlichen Leistungsbedarf. Ich muss das beleuchten beim Vorziehen. Also ab Anfang Februar ungefähr geht das los. Ich muss zum Teil im Glashaus auch temperieren. Und das sind natürlich jetzt auch Möglichkeiten, wie kann ich meinen Eigenverbrauch verbessern und was bekomme ich in der Gegenleistung? Ich bekomme eben dann zum Beispiel Nutzpflanzen zurück. Das geht aber nur zu einem bestimmten Grad. Und jetzt kommen wir eben zur Geschichte, was geschieht mit dem Rest? Wenn ich 10 kW Peak habe, dann liefert man das im Jahr 10.000 Kilowattstunden oder am Tag bis zu 70 Kilowattstunden. Das ist eine ganze Menge Energie und die kann ich beim besten Willen nicht nützen. Und da stellt sich jetzt sehr wohl im Sommer die Frage, wohin damit? Wir haben jetzt wieder diese drei Kurven, das ist jetzt hineingezoomt, ein Tagesverlauf. So sieht jetzt die Ertragskurve bei der Photovoltaik aus. Das ist ja praktisch ein sonniger Tag ohne irgendwelche Störungen. Das ist die rote Linie. Das Schwarze ist jetzt mehr oder weniger meine Eigenverbrauchskurve. Das Blaue ist das, was in die Batterie geht. Irgendwann ist die Batterie voll, irgendwann ist das Auto voll. Das Warmwasser hat 60 Grad und dann geht es ins Netz. Und das ist die grüne Kurve. Das heißt, alles, was jetzt unter der Nulllinie die grüne Kurve ist, geht ins Netz. Und genau das ist jetzt die Herausforderung, die wir heute auch diskutieren wollen. Was kann ich damit tun und wie kann ich das gescheit machen? Wir haben heute zwei Schwerpunkte zu diskutieren. Das erste war die Optimierung des Eigenverbrauchs. Im Winter geht das sehr gut, weil da ist das Angebot ohnehin kleiner als der Eigenverbrauch. In den Übergangsmonaten, also im Herbst und im Frühjahr, geht es mit Zwischenspeicherung in Form zum Beispiel einer Batterie oder auch Warmwasser etc. Und im Sommer habe ich genau das Thema, was mache ich mit den Überschüssen? Und im Winter natürlich bei den Defiziten läuft es in die Gegenrichtung, weil ich kann auch im Winter die Defizite durchaus regional decken, indem ich zum Beispiel Wasserkraftwerke in meiner Energiegemeinschaft mit drinnen habe. Oder Wind ist natürlich ein ganz optimales Thema, weil die Windenergie ist sogar antizyklisch im Winter die stärkere. Also das sind einfach genau die Themen rund um die Energiegemeinschaften. Welche Energieflüsse ergeben sich jetzt in diesem neuen Bild? Ich habe unten jetzt wieder meine Haushalte, also jeder orange Kreis ist ein Haushalt. Und ich sehe jetzt da in der ersten Priorität den Energiefluss zwischen meinen einzelnen Elementen, also von der Photovoltaik in die Batterie, in die Wallbox, also Elektroauto oder was ich immer für Anwendungen habe. Das ist meine oberste Priorität. Dann habe ich die zweite Priorität. Da spielt jetzt ganz kurz rein die Geschichte mit den Netzebenen. Da habe ich jetzt ein 2a und 2b. Das deckt sich jetzt nicht zufällig mit dem ELWO-Paragraph 16a und 16b, nämlich die Geschichte mit dem Privatgrund. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Doppelhaus habe, das ist jetzt eine sehr moderne Geschichte der Nachverdichtung im Siedlungsgebiet, also dass man aus Einfamilienhäusern zwei Familienhäuser macht oder im Neubau eben dann zwei oder auch mehr Wohneinheiten, das ist Privatgrund. Privatgrund ist gesetzlich speziell gehandhabt. Das ist die Priorität 2a. Dann komme ich schon jetzt in die Richtung der echten Energiegemeinschaften, 2b. Das heißt, ich benütze jetzt schon die Netzebene 7. Das heißt, 2a hat zwar das Netz benutzt, aber nicht im öffentlichen Bereich, sondern auf Privatgrund. 2b ist jetzt zum Beispiel die Geschichte mit der Siedlung. Das heißt, alle, die hinterm gleichen Trafo sitzen,
wenn es jetzt über den Trafo drüber gehen muss, weil die anderen Teilnehmer meiner Energiegemeinschaft weiter weg sind, dann falle ich in diese Priorität 3. Und alles, was sich auch innerhalb dieser Runde nicht mehr ausgeht, das ist dann die Priorität 4. Und das deckt sich jetzt in etwa mit den Preisen. Also wenn ich da jetzt eine 0 dranhänge, dann habe ich ungefähr die Kilowattstundenpreise. Das heißt, der Gegenwert einer selber verbrauchten Kilowattstunde sind ungefähr 10 Cent. Warum? Wenn ich sie einspeise, kriege ich ungefähr 10 Cent dafür. Wenn ich die Kilowattstunde jetzt innerhalb der Energiegemeinschaft bewegen kann, dann bin ich irgendwo bei 20 bis 30 Cent. Und wenn ich sie aber am freien Markt zukaufen muss, weil das sich nicht ausgeht, dann bin ich durchaus bei 40 Cent. Also das ist einfach jetzt die ganz grob formulierte Situation am Strommarkt. Und jetzt kommen wir noch einmal zurück zu dieser Folie, die wir schon gesehen haben. Genau die Geschichte mit den Kosten von unten nach oben. Haushalt, Eigenverbrauch, ELWOG 16a Privatgrund mit den Nachbarn im Wohnhaus, ELWOG 16b, die Energiegemeinschaft innerhalb der Siedlung, dann ELWOG 16c, 16d, die Geschichte mit den Energiegemeinschaften oder auch mit den Bürgerenergiegemeinschaften da oben und ganz nach oben gibt es dann in dem Sinn nichts mehr, weil wir sowieso davon ausgehen sollten, dass wir wirklich ein wesentliches Kontingent von allen Gütern, also das ist nicht nur die Energie, sondern da geht es ganz querbeet um viele Lebensbereiche. Da geht es um unsere Ernährung, dass wir auch dort regionaler werden. Also nicht das Rindfleisch aus Argentinien, sondern das Händel aus dem Weinviertel. Und genau diese Pyramide gilt es in allen Lebensbereichen zu realisieren. So, Schwerpunkt 1, den Eigenverbrauch, den hatten wir schon kurz gestreift. Erste Wahl, ganz klar Photovoltaik. Auch da muss man dazu sagen, leider in der öffentlichen Diskussion wird da zu wenig differenziert zwischen den Lebensräumen, weil natürlich kann ich ja Photovoltaik nur dort machen, wo ich Einfamilienhäuser, wo ich Dächer habe, wo ich vielleicht im Geschosswohnbau Gemeinschaftsanlagen realisieren kann. Kurze Anmerkung noch, ungefähr die Hälfte der österreichischen Bevölkerung lebt im Kontext von Ein- und Zweifamilienhäusern. Also das sind durchaus etwa 2 Millionen Gebäude, auf die man sowas bauen kann. Und Photovoltaik geht heute überall. Also das links am Bild, das ist zum Beispiel bei mir ein überdachtes Plätzchen, da hat sich meine Frau eine Überdachung für unser Frühstücksplatzl gewünscht. Das ist jetzt unser Energieplatzl. Also ein Quadratmeter Photovoltaik kostet eigentlich mittlerweile weniger als ein Quadratmeter irgendein schönes Acryldach oder so. Und ist also durchaus eine Möglichkeit, solche Lösungen mit Photovoltaik zu realisieren. Rechts oben ist zum Beispiel bei einem Bekannten von mir eine Inselanlage mit 4 Modulen. Also das sind dann ein bisschen mehr als 1 Kilowatt für eine Inselanlage irgendwo in der Pampa oder das rechts untere, das war aus einer Urlaubsfotografie, weil mir das gefallen hat mit dieser Steckdose, mit diesem Kabel auf der Hausfassade. Also um jetzt zum Beispiel irgendwelche Fensterbereiche zu beschatten, kann ich dort einfach Photovoltaikmodule montieren. Also das geht praktisch überall. Die erste Anwendung jetzt des Photovoltaik-Überschusses ist die Geschichte Power to Heat. Worum geht es da? Einfach mit einem Tauchsieder im weitesten Sinn, mit einem Heizstab, die Leistung in einen Wasserkreislauf hineinzuheizen. Also das, was wir da sehen, ist nichts anderes als ein elektrischer Durchlauferhitzer. Also ich könnte, das kommt in der Praxis nie vor, aber ich könnte meine kompletten 12 Kilowatt hier in die Heizung hineinstopfen. Und das ist insofern ein wirtschaftlicher Ansatz, weil einfach eine Elektroheizung viel weniger kostet als im Vergleich eine Batterie. Das heißt, ein Heizstab mit 6 kW kostet, Pi mal Daumen, 50 Euro oder so. Ich kann das auch in den Boiler reinstecken und da gibt es auch schon viele Lösungen. Also klassische Photovoltaik-Wechselrichter haben bereits Ausgänge, wo sie
sowas mitschalten können. Das heißt, wenn Photovoltaiküberschuss vorhanden ist, wird automatisch das Warmwasser bereitet. Zweites heißes Thema ist natürlich die Geschichte Wallbox-Elektroauto. Also ich habe heute zufällig erst bei meiner Tennisrunde die Diskussion gehabt, weil mir wer gefragt hat, wie ist denn das mit dem Strom? Weil wenn jetzt der Diesel 2,37 Euro kostet, war jetzt heute, wie ich vorbeigefahren bin, bei der teuersten Tankstelle, das betrifft mich nicht, weil ich fahre drei Viertel übers Jahr gesehen mit Strom vom eigenen Dach zu konstanten Energiepreisen. Also das sind jetzt gerade in der aktuellen Situation doch wirklich spannende neue Aspekte. Bis jetzt war es relativ egal, weil bis voriges Jahr hat die Kilowattstunde Strom vom Netz 5 Cent, 6 Cent gekostet. Natürlich jetzt nur Energieanteil, wenn man es gesamtheitlich betrachtet, mit Gebühren, Abgaben, Netzkosten, ist man auch bei 20 Cent gewesen. Aber ja, Elektroauto, Photovoltaik ist eine perfekte Synergie. Da gibt es dann immer wieder die Diskussionen, ja, aber wenn das Auto weg ist und am Abend scheint die Sonne nicht, das stimmt insofern nicht, weil ja die Reichweiten der Elektroautos größer werden und die brauchen unter Umständen das Auto nur mehr einmal in der Woche laden. Und irgendwann einmal in der Woche wird das Auto schon zu Hause sein und die Sonne scheinen. Und innerhalb von ein paar Stunden ist die Leistung wieder drinnen im Auto. Also das geht wunderbar. Und dann ist natürlich jetzt die Geschichte Batteriespeicher. Ist ein sehr spannendes Thema, ist aber von der Marktreife noch nicht sehr weit gediehen, weil es sind einfach die Batterien von der Stange noch relativ teuer. Also wir haben für fertige Lösungen Kilowattstundenpreise zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Und zum selber bauen ist es natürlich ein Metier, wo man wissen muss, was man tut, obwohl es eine relativ große Community gibt von Leuten, die sowas tun. Was sehen wir auf dem Bild? Also links oben, das ist jetzt meine Speicherbatterie, die ich schon vorgestellt habe. Das sind 60 Kilowattstunden und das sind ungefähr 10.000 Standardzellen, die in den Notebook-Akkus drinnen sind. Links unten diese gelben Winston-Zellen, das ist zum Beispiel ein kompletter Zellensatz aus einem alten Elektroauto. Also das war ein Projekt von einem Bekannten, das Auto war mehr oder weniger durchgerostet. Wir haben die Batterien ausgebaut, neu durchgetestet und das sind ungefähr 10 Kilowattstunden für eine Stationäranwendung. Rechts unten, was wir sehen, das sind Standardzellen, das sind etwas größere Zellen, das sind sogenannte 2650er Zellen und die gibt es zum Teil auch als Second-Life-Zellen, also das sind konkrete Zellen gewesen aus Polen mit einem Einstandspreis ungefähr von 180 Euro pro Kilowattstunde. Die muss man natürlich zusammenlöten und rechts oben ist dann diese Batterielösung, das ist bei einem Bekannten von mir in Eisenstadt, das sind ungefähr 10 Kilowattstunden. Also grundsätzlich kann man sowas bauen, wenn man sich auskennt. Das ist auch Funktionskleinspannung, also das unterliegt nicht dem Elektrotechnikgesetz. Maximale Systemspannung sowieso 48 Volt, also meine Batterie hat 24 Volt. Und die rechte Batterie, die ist mit den 2650er Zellen, ist überhaupt eine 12 Volt Batterie. Also das sind Lithium-Eisenphosphat-Zellen in Verschaltung 4S. Also sowas kann man bauen. Und vergleichsweise, also meine Batterie, die 60 Kilowattstunden Batterie, die hat gekostet, also rein jetzt Zellenkosten ohne meine Arbeitszeit ungefähr 30 Euro pro Kilowattstunde. Also das geht grundsätzlich. Wobei es sehr schwierig ist, an Second Life Lithium-Zellen heranzukommen und man muss wirklich wissen, was man kauft. Man kann zum Beispiel auch Tesla-Module kaufen, da was wir da oben sehen, Insider, die das kennen, werden vielleicht erkennen, was das ist. Das sind zwei Tesla-Bricks, also das sind die Zellenmodule, die im Unterboden von Tesla-Fahrzeugen eingebaut sind. Da sind immer zwei nebeneinander und insgesamt zum Beispiel 14 oder 16 solche Module. Und die gibt es in einem Second-Life-Markt. Einzelne Modul kostet ungefähr 1.000 bis 1.500 Euro und hat 4 bis 5 Kilowattstunden. Also das ist eine Lösung, wie man zum Beispiel Batterien sehr schnell selber bauen kann. Und das ist dann typischerweise eine 24 oder 48 Volt Batterie, je nachdem, ob man eine Tesla-Konfiguration oder zwei dann in Serie schaltet. Auch das geht.
Und das Thema natürlich saisonale Speicherung jetzt abseits der Batteriespeicherung sollten wir auch nie aus den Augen verlieren. Saisonale Speicherung ist überhaupt eines meiner Themen, das ich versuche immer wieder zu betonen. Wir können Strom nicht saisonal speichern. Das macht mit normalen Speicherbatterien keinen Sinn. Also macht in Wirklichkeit überhaupt keinen Sinn, sondern wir müssen in irgendwelche anderen Energiesparten gehen. Und da bietet sich zum Beispiel an, was die Menschheit Jahrtausende lang gemacht hat, saisonale Speicherung von Brennstoffen. Das links oben zum Beispiel ist mein Pelletsilo. Da gehen 3,5 Tonnen Pellets hinein. Also das ist etwas mehr als ein Jahresbedarf. Das heißt, ich kann einmal im Jahr nachfüllen und habe dann einen saisonalen Speicher für meinen Heizungsbedarf. Aber auch Nahrungsmittel saisonal zu speichern, ist absolut ein Thema. Also wenn wir im Sommer in der Wachau Marillen kaufen oder so und das dann einkochen oder Paradeiser und daraus Chutney oder was auch immer machen, also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Ja, der Franz Woboda verabschiedet sich. Ciao, danke für den Besuch. Ja, auch wenn man die Möglichkeit hat, einen Garten mit Nutzpflanzen zu bepflanzen, rote Rüben, Karotten und vieles andere mehr, das speichert sich saisonal, indem man es einfach im Boden drinnen lässt. Also das kann man, Fritz, glaube ich, im Februar haben wir die letzten roten Rüben von der Vorsaison geerntet, die können drinnen bleiben und haben null Speicherbedarf, was den Energieaufwand betrifft. Ja, das Glas, das haben wir schon gehabt. Also nicht aus den Augen vergessen, nicht nur elektrische Energie, sondern auch alles rundherum. Ethanol zum Beispiel, wenn wir im Sommer Ethanol destillieren, dann können wir das im Winter in einem Blockheizkraftwerk verstromen und die Wärme nützen. Ist auch eins meiner Steckenpferde. Der Ertrag ist natürlich gering. Ich habe nur einen Obstbaum und die Nachbarn haben ein paar. Also das sind in der Saison einmal gerade 1- bis 2-stellige Liter. Aber nichtsdestoweniger wäre das ein Thema. Also wir wissen ja zum Beispiel, Nahrungsmittel werfen wir die Hälfte ungefähr weg. Und wenn wir da zum Teil in die Ethanolschiene gingen, ist das eine saisonale Speichermöglichkeit. Wir diskutieren zum Beispiel im Moment gerade, wie kommen wir aus dem Putin-Gas raus? Interessanterweise wird nicht diskutiert, dass wir bis zu 10% an biogenen Treibstoffen den konventionellen fossilen Treibstoffen beimischen. Also bei Benzin sind es ungefähr 5% Bioethanol, beim Diesel sind es ungefähr 10% Rapsöl. Und das macht das gar nicht billiger in Wirklichkeit, das macht nur den Flottenverbrauch vermeintlich günstiger. In Wirklichkeit könnten wir innerhalb von ein paar Wochen per Regierungsbeschluss diese Energiemengen einfach aus dem Sprit rausnehmen und hätten damit sofort ein Kontingent, um damit zum Beispiel zu heizen. Nur so als Randnotiz. Kraft-Wärme-Kopplung ist zum Beispiel ein ganz spannendes Thema. Da bin ich noch am Arbeiten. Da habe ich mal jetzt von Wolfgang Löser, ich nehme an, die meisten von euch werden ihn kennen, ein Foto ausgeborgt. Also das war von Wolfgang, glaube ich, das erste Kraft-Wärme-Kopplungskonstrukt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er das komplett selber gebaut hat. Also die Geschichte eben, nicht nur brennbares Material einfach zu verbrennen, sondern auch Kraft, sprich Strom daraus zu machen, ist eine völlig klare Geschichte. Auch da wieder jetzt der Exkurs zum Putin-Gas. Wenn in allen Haushalten die Thermen durch Gasmotoren ersetzen würden, hätte man eine ganz beträchtliche Energiemenge bereits substituiert und könnten zum Beispiel auf neue Gasturbinen verzichten. Wie gesagt, da sind wir auch gesetzlich noch weit weg, ist eine andere Geschichte. Aber zum Beispiel im Einfamilienhaus geht das. Es gab auch Lösungen, da gab es zum Beispiel den berühmten Dachs. Das war ein Dieselmotor, den man mit Heizöl betrieben hat und der Strom und Wärme erzeugt hat. Da gab es den Apotheker in der Prager Straße, der bei den verschiedenen Energiestammtischen immer dabei war, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist. Der hatte sowas im Keller stehen und der hatte für seine Apotheke den Strom im Winter aus seinem Dieselaggregat. Dieselmotoren mit Pflanzenöl betrieben, ganz eine klare Geschichte. Ottomotoren mit Bioethanol oder mit Biogas betrieben. Es gibt auch eine österreichische Firma, die Pelletheizungen mit Stirlingmotor herstellt.
da gab es immer wieder Versuche, ich unterstelle mal, dass das mehr den politischen Querelen zum Opfer gefallen ist als technischen Querelen. Es hat einfach die Stückzahl gefehlt, es fehlt einfach die Entwicklung in die Richtung. Es gibt in der Literatur schon viele Jahre Lineardampfmaschinen, weil wir können heute aus Bewegung elektrische Leistung auskoppeln, nicht nur mit den altmodischen rotierenden Maschinen, also mit den Dampfmaschinen, wie wir sie im Technischen Museum kennen, sondern wir können das mit wunderbaren, neuen, modernen Konstruktionen machen, wo einfach ein schwingender Zylinder magnetisch die Leistung überträgt. Also da gibt es eine ganze Menge Lösungen, aber das kommt deswegen nicht in die Gänge, weil es einfach politisch weglobbyiert wird, muss man ganz klar dazu sagen. Auch zum Beispiel thermoelektrischer Generator ist eine sehr einfache Übung. Wir haben auf dem rechts unteren Bild ein Modul, das kennen wir auch als Peltier-Element. Das haben wir zum Beispiel in diesen Autokühlboxen, die mit 12 Volt laufen, drinnen. Das Watt Leistung kostet ungefähr 10 Euro. Also das ist gar nicht so schlimm. Man muss nur sehr genau wissen, was man tut, weil diese Peltier-Elemente sehr enge Betriebsbedingungen brauchen. Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erreichen, brauche ich eine möglichst hohe Temperaturdifferenz. Wenn aber die Temperatur zu hoch ist, ist das Ding kaputt, weil das ist mit Materialien aufgebaut, die sehr niedrige Schmelzpunkte haben und das vertragt eben genau 175 Grad zum Beispiel. Und wenn ich es mit 200 Grad überhitze, ist es kaputt. Und umgekehrt haben diese Dinger gewisse Probleme mit den Zyklenfestigkeiten. Das heißt, es ist wie bei einer Batterie, jede Erwärmung und Abkühlung ist schlecht, sondern es sollte mit möglichst gleichmäßigen Temperaturen betrieben werden. Aber das geht. Also das kann man um, ich sage einmal 50 Euro, kriegt man so ein Modul, das dann 5 Watt erzeugt. Und wenn man das auf der einen Seite mit einer Spirituslampe heizt und auf der anderen Seite mit einem entsprechenden Wärmeabfuhrsystem, also mit einer Heatpipe oder was auch immer, kühlt, dann kommen da 5 Watt raus. Also das ist eine Technologie, die weitestgehend unbekannt ist. Kommt zum Teil aus dem Militärischen, dort ist es seit Jahrzehnten schon in Verwendung. Also ist nicht unspannend. Der Vorteil ist, es hat keine bewegten Teile. Also mit solchen Peltier-Elementen muss man sagen, müssen spezielle Elemente sein, die höhere Temperaturen aushalten. Also die ganz billigen, die zum Beispiel in diesen Kühlboxen drinnen sind, die halten überhaupt nur 100 Grad aus. Also die gehen dafür nicht. Es gibt Hochtemperatur-Thermoelemente, also Peltier-Elemente, die 200 Grad ungefähr aushalten. Also nicht unspannend. Also da gibt es ein ganzes Portfolio an Lösungen. Ist nur leider in der öffentlichen Diskussion wirklich weitestgehend unbekannt. Ja, und jetzt sind wir so ziemlich durch. Also das waren alles die Themen, was können wir im Haushalt so tun. Aber wir werden typischerweise die Situation haben, also die winterliche Lücke könnten wir kompensieren mit Kraft-Wärme-Kopplung. Im Sommer den Überschuss müssen wir in eine neue Lösung führen. Und zwar, das ist jetzt endgültig die Geschichte mit den Energiegemeinschaften. Was mache ich jetzt mit dieser Fläche, die ich hier drinnen habe? Also alles das, was jetzt da ist, das können also durchaus pro Tag 50 Kilowattstunden sein. Wohin bringe ich die? Wir haben schon betont auf dieser Pyramidenformel, es ist einfach ganz wichtig, lokal und regional zu denken. Das heißt, die oberste Maxime einer Energiegemeinschaft ist der Handel mit Energie mit der Gewichtung auf lokal und regional. Was auch ganz wichtig ist, was immer wieder missverstanden wird, es geht um die Gleichzeitigkeit. Es hilft uns wenig zu sagen, okay, ich habe mittags einen Überschuss, den ich ins Netz einspeise und am Abend lade ich mein Elektroauto. Ich benütze das Netz als Speicher und das geht schon irgendwie. Nein, das geht nicht, weil dann macht diese Speicherung jemand anderer für mich und der wird das nicht gratis machen. Das heißt, ich muss mich wirklich darum kümmern. So wie wir gelernt haben, wenn wir Erdbeeren gleichzeitig kaufen mit einem Angebot, dann kosten sie nur einen Bruchteil davon im Vergleich zum Winter, wo sie dann aus Spanien oder Ägypten oder wo auch immer herkommen, transportiert werden müssen, gelagert werden müssen etc. Und
Was ist aber das Resultat, wenn ich mich jetzt um Regionalisierung und um Gleichzeitigkeit kümmere? Ich bekomme implizit eine Verstetigung und ich bekomme implizit die sogenannte Netzdienlichkeit. Das heißt, ich belaste auch die Netze weniger und das muss sich dann langfristig, muss man dazu sagen, auch natürlich in der Kostenstruktur niederschlagen. Was wir jetzt schon lukrieren können, das heißt, da sind wir jetzt schon dabei. Das heißt, die reduzierten Energiekosten in der Energiegemeinschaft, die schlagen schon voll durch. Mit den reduzierten Netzkosten, da haben wir unsere liebe Not, weil da sind Gesetze notwendig und da sind Umsetzungen der Gesetze notwendig. Über das reden wir dann in der Folge jetzt dann auch noch. Und was ist jetzt insgesamt natürlich das Ziel des Ganzen? Ökologisierung und Energiewende, ganz klar. Was hat jetzt die Energiegemeinschaft für Aufgaben? Im Wesentlichen sind das drei Bereiche. Das ist der eigentliche Energiehandel. Dann muss es natürlich abgerechnet werden. Das können wir schon. Also wir können schon in Energiegemeinschaften auf verschiedene Arten handeln mit Energie. Da gibt es mehrere Angebote. Und das natürlich auch abrechnen, ganz klar. Das auch zu automatisieren, so wie es ich eben schon mache seit einigen Jahren, da ist das Angebot praktisch noch auf null. Also da gibt es ganz wenige punktuelle Lösungen natürlich, also Photovoltaik mit Batterie, aber wirklich integrierte Lösungen und zwar jetzt auch integriert mit dem Energiehandel aus der Energiegemeinschaft heraus. Das sind jetzt genau diese spannenden Themen. Was wichtig ist fürs Verständnis, diese drei Bereiche sind einfach voneinander zu teilen. Also es hat jetzt der Energiehandel nicht unbedingt mit der Abrechnung zu tun. Und die Automatisierung ist sowieso ein extra Thema, das auch zum Beispiel von anderen Anbietern oder mit anderen Geräten oder auch durch Selberbau gelöst werden kann. Und was natürlich ganz klar ist, das Ganze soll modern, dynamisch und flexibel sein. Da komme ich jetzt auf der nächsten Folie zu einem Vergleich. Also ich habe vor ein paar Tagen meiner Frau versucht, die Geschichte zu erklären, wie ist das mit den Energiegemeinschaften? Und sie hat dann gesagt, ja, das war ein sehr guter Vergleich, den hat sie verstanden. Darum erzähle ich das jetzt für euch auch so. Und zwar gab es oder gibt es immer noch bei der ÖBB das Einfach-Raus-Ticket. Maximal 5 Leute gehen zum Ticketautomaten, kaufen sich ein Ticket und fahren dann irgendwo hin. Ich glaube, Österreich mit Regionalzügen oder so. Wenn wir jetzt auf dieses Ticket das anwenden, was derzeit die Situation bei den Energiegemeinschaften ist, dann funktioniert das so. Diese 5 Leute müssen einmal einen Verein gründen, dann müssen sie einen Vertrag abschließen untereinander, wie sie sich die Kosten aufteilen wollen, dann müssen sie einzeln mit der ÖBB Verträge abschließen, wo drinnen steht, wie das mit der Verfügbarkeit von dem ist, was Sie da machen wollen, dann müssen Sie jemanden finden, der diese vereinbarte Kostenaufteilung auch abrechnet, weil die ÖBB darf das per Gesetzesdefinition nicht. Dann sind ein paar Monate vergangen und dann können jetzt diese 5 Leute, so sie dann noch leben und noch Freunde sind, diese Fahrt antreten. Und das ist jetzt leider die reale Situation in den Energiegemeinschaften. Die Konzepte kommen zum Teil aus einer Zeit, wo man geglaubt hat, es wird große Freiflächenanlagen, Photovoltaik geben und dann irgendwo 100 Abnehmer, die dann teilnehmen und diesen Strom konsumieren. Da war nicht vorgesehen, dass es auf jeden Dach eine Photovoltaik und in jedem Haushalt eine Batterie gibt. Wir haben leider unsinnige Gesetzestexte, wo Energiekosten und Netzkosten und Aufteilungen und Quoten durcheinander gewürfelt werden, die nicht praxisgerecht sind. Wir haben eine völlig säumige Umsetzung. Also wir haben zum Teil jetzt zum Beispiel LWOG 16a seit 2017 im Gesetz stehen, aber es gibt praktisch österreichweit keine Anlagen. Es gibt, glaube ich, ein paar hundert oder so. Es ist einfach lächerlich. Da jetzt wieder die Geschichte zum Beispiel mit den Doppelhäusern. Jetzt müssten jeweils diese 2 Haushalte, die ein Doppelhaus gemeinsam bewohnen, einen Verein gründen,
um eine Energiegemeinschaft zu sein. Das ist völlig absurd, nicht? Dann haben wir die Geschichte mit dem Zählpunktmonopol. Es ist derzeit in Österreich so, dass nur der Verteilnetzbetreiber befugt ist, die Energieflüsse zu messen und zu verrechnen. Da geht es auch um Datenschutz und um solche Themen. Das führt aber dazu, dass auch kein Dritter, der das besser könnte, dort einspringen kann, weil er darf es einfach nicht. Dann haben wir, wie gesagt, diese Geschichte mit den ganzen Verträgen. Also da müssen kreuz und quer Schriftstücke definiert werden. Wir haben Fristen, also eine Energiegemeinschaft zu gründen, wird unter einigen Monaten nicht gehen. Ich schaue jetzt gerade auf der Teilnehmerliste. Na, es ist leider der Oskar nicht dabei. Egal. Wir haben gerade jetzt eine sehr interessante EEG-Gründung in Göttweig. Ist öffentlich einsehbar. Ist eine sehr spannende Geschichte. Und da diskutieren wir eben auch gerade, wie das realisiert werden kann, nämlich auch von der technischen Seite. Wobei, ich muss klar dazu sagen, ich bin Techniker, ich bin also kein Jurist und ich kann das einfach nur darstellen von der technischen Seite, aber von der formalen Seite liegen wir da wirklich sehr, sehr im Argen. Vielleicht nur kurz zum Verständnis, wir hatten das schon im ersten Teil des Vortrags, es ist einfach ganz wichtig, auch den Strompreis zu verstehen, der leider was sehr Kompliziertes ist, weil wir haben drei Kostenkomponenten. Wir haben die Energiekosten, wir haben die Netzkosten und wir haben die Gebühren und Abgaben. Die haben sich bis Ende voriges Jahr ungefähr gedrittelt. Das hat sich jetzt massiv verschoben, weil jetzt gerade die Energiekosten einen wesentlich höheren Anteil bekommen haben. Dann gibt es auch drei Berechnungsmodalitäten. Also in allen drei Töpfen gibt es Berechnungen, die nach Zeit sind. Also Zählermiete ist pro Jahr oder irgendwelche Abgaben, dann geht es eben nach Benutzung, was wird tatsächlich an Kilowattstunden transportiert und es gibt auch einmalige Kosten. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Netzbereitstellungsgebühr. Wenn ich zum Beispiel irgendwo am grünen Land eine neue Parzelle habe und erstmals einen Zähler anmelde, dann muss ich dort deklarieren, welche Leistung möchte ich beziehen und zahle dann halt gewisse Einmalgebühren. Und was wir eh wissen, ist der Unterschied zwischen Bezug und Einspeisung, weil wir natürlich, wenn wir beziehen, alle Strompreiskomponenten zahlen müssen, während wenn wir einspeisen, kriegen wir nur die Energieanteile und das nur netto, während wir beim Beziehen auch die Mehrwertsteuer zahlen. Und das schlägt natürlich dann rein in diese ganzen Überlegungen, wohin wollen wir mit der Energiegemeinschaft. Kurz noch zur Abrechnung, das ist leider auch eine sehr unangenehme Geschichte. Es ist derzeit so, dass die Netzkosten ausschließlich durch den Verteilnetzbetreiber abgerechnet werden. Also alle, die schon in Energiegemeinschaften drinnen sind, werden das kennen. Typischerweise bekommen wir dann zwei Rechnungen, die Netzkosten vom Verteilnetzbetreiber und die Energiekosten von der Energiegemeinschaft. Ist insofern eine suboptimale Situation, weil langfristig die Netzkosten der Verteilnetzbetreiber gar nicht berechnen kann. Ist eine andere Geschichte, ich möchte jetzt gar nicht mehr darauf eingehen. Was wichtig ist, ist, dass grundsätzlich die Abrechnung immer auf den Smart-Meter-Daten basiert. Ich hatte ja diesen Vergleich mit der Waage im Supermarkt. Der Smart-Meter ist einfach die Waage. Das ist das geeichte Instrument im Strommarkt, wie die Kosten dann zu verrechnen sind. Nämlich auch die Energiekosten. Also auch wenn ich jetzt in der Energiegemeinschaft diese Teile selber abrechne, muss ich immer die Smart-Meter-Daten mehr oder weniger berücksichtigen, weil das ist das geeichte Instrument. Ja, das mit den Verteilnetzbetreibern lassen wir einfach jetzt einmal außen vor. Wie ist es jetzt mit dem Energiehandel in der Erneuerbaren Energiegesellschaft? Auch das ist eine spannende Geschichte. Ich hatte schon erwähnt, das muss gleichzeitig sein, weil das Netz speichert nichts. Also natürlich kann jetzt irgendwer was zwischenspeichern. Es wird ja verschiedene Projekte geben, die Netzbetreiber selbst ganz hinauf die APG in der Lade liegen haben, also zur Netzausregelung, dort selber Batteriespeicher zu bauen. Aber in Wirklichkeit geht es uns natürlich darum, das halt der Energiegemeinschaft auszuregeln. Und zwar in echt. Im ersten Vortrag haben wir gehört, wie die Netzregelung funktioniert. Das ist die sogenannte primäre Taktzeit im Sekundenbereich, 10 Sekunden, ist ein gutes Maß und in dem Intervall muss mittelfristig auch die Ausregelung und die Abrechnung
hier erfolgen. Ja, wie gesagt, Smart Meter kümmert sich um die tatsächlichen genauen Werte. Das Durchrechnen der Netzkosten ignorieren wir da wieder. So, jetzt kommen wir zur Steuerung. Das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen. Es ist unabhängig von dem, was zum Beispiel der Verteilnetzbetreiber uns anbietet an technischen Möglichkeiten und teilweise auch unabhängig von dem, was uns die Energiegemeinschaft anbietet. Also ich kann mit entsprechenden Komponenten mir selber diese Daten holen und dann meine Geräte damit zu steuern. Das kann Drittequipment sein und das kann auch theoretisch ein Drittanbieter sein. Also abgesehen davon, dass es noch niemanden gibt. Also es gibt, also wieder abgesehen von den Photovoltaikanbietern, die innerhalb des Haushalts Verschiedenes können, aber haushaltsübergreifend gibt es derzeit noch keine Lösungen. Wir haben am Markt in Österreich derzeit relativ wenige Anbieter, die so in dem Energiegemeinschaftssegment drinnen sind. In alphabetischer Reihenfolge habe ich die vier angeführt. Also es ist eine relativ dynamische Geschichte. Also da kann es schon sein, dass da laufend was dazukommt. Avatar ist zum Beispiel einer der schon länger am Markt befindlichen Anbieter. Die haben als einzige Systemvoraussetzung, es müssen alle die Teilnehmer einen Smart Meter haben und die können dann an dynamischen Tarifen teilnehmen, ist aber grundsätzlich ein sehr passives Modell. Das heißt, es gibt da keine Regelung, ich sehe auch nichts in Echtzeit, ich sehe nur die Smart Meter Daten. Das heißt, typischerweise sehe ich dann am nächsten Tag, was eben am Vortag in die jeweiligen Stundenscheiben hineingefallen ist. Ich kann mir natürlich parallel vom EPEX-Portal die jeweiligen Stundentarife abholen und nachschauen und damit meine Wallbox selber steuern. Das geht natürlich. Dann gibt es als sehr neuen Anbieter den E-Verteiler. Das ist ein Spin-off der, ich glaube, die Energie AG ist es in Oberösterreich. Die haben mehr oder weniger ein bisschen das nachgebaut, was die E-Friends schon seit ein paar Jahren machen, sind bei Weitem noch nicht so weit. Und haben auch keine Hardware, sondern machen das nur mit den Smart-Meter-Daten. Dann gibt es die E-Friends. Die sind in Österreich derzeit die einzigen, die wirklich schon wesentlich weiter sind. Die haben auch eine eigene Hardware, das schauen wir uns dann kurz an. Und die haben auch schon gewisse Schnittstellen, wo ich dann selber mit meinen Komponenten was anfangen kann. Und dann gibt es der Vollständigkeit halber noch, alphabetisch am Schluss, die Our Power. Das ist eine Energiegemeinschaft, die aber nur bilanziell operiert. Das heißt, da gibt es weder eine Hardware noch dynamische Tarife, sondern da gibt es halt dann einfach eine Jahressumme, von der man vorgibt, dass man sie innerhalb der Energiegemeinschaft mehr oder weniger gehandelt hat. Womit man natürlich die Verantwortlichkeit des Zwischenspeicherns irgendwo hin delegiert. Also da muss man immer wirklich sehr aufpassen, was ist jetzt wirklich in Echtzeit und was ist nur bilanziell bzw. virtuell. So, jetzt widmen wir uns dem Praxisbeispiel der E-Friends, bei denen auch ich dabei bin. Vielleicht da jetzt ganz kurz ein Disclaimer, also das ist jetzt keine Werbeveranstaltung für die E-Friends, sondern es ist einfach so, dass die E-Friends die einzigen sind, die da eine Technik anbieten und ich war da mehr oder weniger von einem sehr frühen Moment an dabei. Und ich habe aber auch durchaus Kritikpunkte. Also es ist nicht so, dass das, was die E-Friends machen, eine perfekte Geschichte ist. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn es neue Einsteigende im Markt gibt, die das einfach ein bisschen auch aufmischen und bunter machen und da auch einen gewissen Marktdruck hineinbringen. Was können die E-Friends? Also die E-Friends können derzeit noch keine Netzkosten abrechnen. Warum? Weil die Verteilnetzbetreiber das gar nicht an Dateninfrastruktur zur Verfügung stellen. Also das ist leider im Argen, das haben wir schon kurz angesprochen. Also es müssten ja theoretisch per Gesetz die Verteilnetzbetreiber am nächsten Kalendertag alle 15 Minuten Daten der Smart Meter vom Vortag liefern über einheitliche Schnittstellen. Wir haben weder österreichweit diese Schnittstellen, jeder Verteilnetzbetreiber kocht da andere Süppchen. Also da sind wir noch weit weg, auch weil der gesetzliche Rahmen fehlt. Es steht zwar vage drinnen, der Verteilnetzbetreiber muss das tun
Und wir haben es schon angesprochen, wir haben teilweise Gesetzestexte, die sind schon mehr als 5 Jahre im Gesetz und leben immer noch nicht. Das war ja da zuerst ein Einwurf im Chat mit der Netz Niederösterreich, das ist genau die Geschichte. So, was können die E-Friends noch nicht? Das ist das Energiemanagement. Also die E-Friends können noch nicht, muss man dazu sagen, aktiv jetzt auf Komponenten in meinem Haushalt Einfluss nehmen, damit da Energieflüsse gesteuert werden, sondern sie bieten nur derzeit einen Energiehandel an. Aber der ist halt wirklich neu und innovativ und da habe ich jetzt auch ein paar Folien dazu. Ja, der erste Punkt ist der Energiehandel in Echtzeit. Das ist wirklich innovativ. Das Handelsintervall bei dieser Lösung ist 10 Sekunden. Das heißt, ich sehe tatsächlich innerhalb meiner Gruppe, die ich definieren kann, wie laufen diese Energieströme. Ich habe jetzt in der rechten Bildhälfte so eine Visualisierung. Also das ist auf der App so abholbar. Wir können dann, wenn noch Zeit bleibt, uns das auch anschauen eventuell. Also da kann man wirklich zuschauen, wie laufen diese Energieflüsse. Und es gibt auch ein Hardware-Display, das ist diese sogenannte E-Friends Watch, das ist das Ding links unten. Das kann ich mir zum Beispiel in der Küche anstecken, das ist über Funk verbunden. Und dort sehe ich dann, wenn ich koche, wie ist jetzt in meinem Haushalt gerade der Energiefluss? Habe ich gerade Überschuss zum Beispiel? Also von der Photovoltaikanlage ein Angebot? Habe ich ein Angebot aus meiner Community? Oder beziehe ich gerade Fremdstrom? Also damit kann ich zum Beispiel dann meinen Geschirrspüler ein- und ausschalten, wenn ich da sehe, aha, viel Gelb, viele Sonnen. Also das ist der erste innovative Bereich, dieser Echtzeithandel. Was ist der zweite innovative Bereich? Das ist jetzt das Aufbauen meiner eigenen Energiepartner, die ich individuell wählen kann. Wenn ich selber Einspeiser bin, kann ich auch selber meinen Preis festsetzen und ich sehe dann natürlich teilweise in Echtzeit, also in den 15 Minuten Intervallen, meine Daten, also links oben, dieses Diagramm, das ich hier sehe, warte, ich werde mal, das geht nicht wirklich, wurscht, also ihr seht nämlich leider meinen Mauscursor nicht, links oben in diesem Diagramm sehe ich jetzt in den zwei Farben, blau und gelb, ist das Community-Strom oder ist das Fremdstrom? Das heißt, das Gelbe ist jetzt das alles, was Priorität 2 oder 3 war, auf dieser Folie, die wir weiter vorn gehabt haben. Und das Blaue ist mehr oder weniger Priorität 4. Das heißt, das ist Fremdstrom, der entweder fremd zugekauft wird oder nach oben weg eingespeist wird, weil er in der Community sich nicht ausgeht. Und ich sehe dann auch links unten, wie teilen sich jetzt diese Energieflüsse pro Tag oder pro Monat auf, von wem habe ich Energie bekommen, wem habe ich Energie verkauft. Also das ist bereits ein funktionierendes Modell, wo irgendwo über 1000 Haushalte mittlerweile österreichweit bereits dranhängen. Also wenn wir uns jetzt anschauen, wie schaut jetzt die Stromrechnung aus, die wir kennen von unseren jetzigen Anbietern, da bekommen wir einmal im Jahr, meistens mit einem Monat Verspätung, eine sehr lapidare Aufstellung, wo vielleicht gerade monatliche Zählerstände drinnen stehen. Und hier bekomme ich tatsächlich ein Echtzeitbild. Also ich kann da jederzeit interaktiv hineingehen und sehe, also diese Diagramme, die ich links unten sehe, die werden so typischerweise mehrmals am Tag aktualisiert. Das heißt, ich sehe praktisch stundenaktuell meine Daten. Das, was ich auf der vorigen Folie gesehen habe, sehe ich alle 10 Sekunden aktualisiert. Und einmal im Monat bekomme ich halt auch eine Rechnung. Und in der steht dann jetzt detailliert drinnen, welche Energieflüsse sind innerhalb der Community gelaufen, was ist von außerhalb geholt und das in beide Richtungen, also Bezug und Lieferung. Das heißt, ich habe im oberen Bereich diese 4 Hauptzeilen, Bezug von der Community von außerhalb und Lieferung an die Community und nach außerhalb. Und das ist einfach jetzt dieses ganz Spannende, ich weiß jetzt nicht, welches Monat das war, aber diese Relation hier, was ist innerhalb der Community und was ist außerhalb der Community, das ist genau die Geschichte, wo wir hinwollen. Das heißt, möglichst viel regional, wobei Exkurs,
dadurch, dass die Geschichte mit den Netzkosten noch nicht funktioniert, ist es derzeit de facto egal, ob es regional ist oder nicht. Also die E-Friends operieren österreichweit. Von der Netzdienlichkeit her ist es natürlich anzustreben. Und das ist leider auch die Geschichte, die die Verteilnetzbetreiber nicht verstehen. Wenn sie das unterstützen würden, würden sie praktisch die Netzdienlichkeit geschenkt bekommen, weil das ja das Interesse der Energiegemeinschaft selber ist. Ja, und unten habe ich dann halt so verschiedene Zusammenfassungen, wie viel Prozent laufen jetzt wo. Also so schaut einfach eine moderne Abrechnung aus. So, und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, mehr oder weniger. Wie funktioniert jetzt diese Steuerung? Jetzt habe ich zum Beispiel zwei Haushalte, die beide in einer solchen Energiegemeinschaft teilnehmen. Das gelb gezeichnete in der unteren Bildhälfte, das ist jetzt das E-Friends-Equipment. Unten sind jeweils das grüne Kastel ist mein Haushalt, beziehungsweise der zweite Haushalt. Da habe ich mein ganzes Brimborium drinnen. Photovoltaik mit Wechselrichter, Batterie mit Wechselrichter, Power-to-Heat, Wallbox oder was jetzt sonst so in meinem Haushalt existiert. Und das ist jetzt die neue Situation, wenn jetzt in beiden Haushalten hier Equipment installiert ist, das miteinander reden kann im weitesten Sinn, dann kann ich hier mich darüber austauschen, wie viel Energie wird hier bezogen, wie viel Energie steht hier zur Verfügung und dann kann ich aktiv auf das Ganze Einfluss nehmen. Nach oben können jetzt diese Energiedrehscheiben, nenne ich es einmal, entweder mit einer Energiegemeinschaft kommunizieren oder auch mit dem Equipment der E-Friends zum Teil, also um sich dort Daten abzuholen oder auch da selber was bauen. Also das können sich zwei Haushalte mehr oder weniger privat ausmachen. Ich habe jetzt von den, wenn jetzt Annahme, beide bei den E-Friends sind, dann haben beide dieses E-Friends-Equipment. Da gibt es eine Schnittstelle, wo ich mal von den Subzählern die Daten abholen kann. Und dann kann ich zum Beispiel schauen, und das habe ich jetzt genau so realisiert. Haushalt A bin zum Beispiel ich in Niederösterreich mit meiner Photovoltaikanlage und mit meiner Batterie. Haushalt B ist zum Beispiel meine Tochter in Wien. Ist natürlich jetzt von den Netzebenen nicht ganz regional, also da wird es auch keinen Netzkostenvorteil geben. Aber es gibt jetzt eben natürlich den Energiekostenvorteil, weil ich meine Tochter mit meiner Energie versorge und das auch innerhalb der Energiegemeinschaft handeln kann, und zwar mit dem vereinbarten Kilowattstundenpreis von Null. Weil ich kann ja sagen, okay, beide Zählpunkte gehören mir. Ich kann für jeden meiner E-Friends definieren, um welchen Preis verkaufe ich meinen Strom. Und in dem Fall entfällt dann natürlich auch die Mehrwertsteuer. Und was jetzt ganz wichtig ist, und das ist der Paradigmenwechsel, der auch noch nicht verstanden ist, das geht natürlich auch ohne Photovoltaikanlage. Weil bis jetzt war ja mehr oder weniger die Lesart die, ich kann nur eine Batterie installieren, wenn ich eine Photovoltaikanlage habe, um meinen Photovoltaikstrom zwischenzuspeichern. Und das ist jetzt die neue Situation, wenn der Haushalt A die Photovoltaik hat und der Haushalt B hat die Batterie, dann kann jetzt mit dieser Mechanik die Batterie so beladen werden, dass die Energie möglichst günstig ist. Und in der Nacht, wenn diese Community-Energie nicht zur Verfügung steht, geht es aus der Batterie in den zweiten Haushalt zurück. Das heißt, ich glätte den Netzbezug. Ich kann dynamische Energietarife nutzen. Ich kann das jetzt damit zum Beispiel den Avatar-Tarifen nutzen. Wenn mir Avatar den Mittagsstrom billiger anbietet als den Abendstrom, kann ich mit dem Mittagsstrom meine Batterie beladen und am Abend von der Batterie zurückfahren. Und innerhalb der Energiegemeinschaft habe ich natürlich alle möglichen Szenarien. Sprich, Energiepreis so aushandeln, wie er eben jeweils angeboten wird. Aktuell, da der Netzpreis, diese Zeile ist auch ausgegraut, weil das setzt eben die gesetzliche Klarstellung und auch Umsetzung voraus. Und da sind wir noch weit weg. Also Energiegemeinschaften, ja, wunderbare Geschichte. Also wenn Sie wo die Möglichkeiten habt, eine zu gründen, mit all den Querelen, Verein etc. unbedingt machen. Aber wie lange es noch dauern wird, bis das wirklich dann
verfügbar ist und schneller geht etc., das ist ein Henne-Ei-Problem. Wenn wir das nicht einfordern von den Netzbetreibern, dann wird es halt auch nicht umgesetzt werden. Und je intensiver wir daran arbeiten, desto schneller wird das gehen. Ja, ich sehe jetzt gerade die Geschichte mit dem bidirektionalen Laden von Elektroautos. Also meine Position dazu ist eine sehr klare. Bidirektionale Schnittstelle beim Auto nur für Blackout-Situationen. Da gibt es allerdings eine andere Lösung. Das heißt dann nicht Vehicle to Grid, sondern das heißt Vehicle to Plug, glaube ich, ist die anglizistische Begrifflichkeit. Sprich, das Auto hat einfach eine Steckdose. Also konkret kenne ich das vom IONIQ 5. Der hat einfach eine Schuko-Steckdose mit 3 kW und die kann ich einschalten über das Bordsystem und kann dort dann ein Kabel legen in meinen Haushalt und kann eben dann beim Blackout mein Haus mit 3 kW Bordspannung vom Auto versorgen. Bidirektionelles Laden, so wie es zum Beispiel der Nissan Leaf kann, ist für mich aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll. Erstens brauche ich eine bidirektionale DC-Wallbox, die wird einige tausend Euro kosten. Zweitens brauche ich geeignete Elektroautos, die wird es so bald nicht geben. Ist auch eine Herausforderung, was die Standardisierungen betrifft. Und drittens wird das Auto eine Standby-Leistung haben, wenn es dann am Netz hängt. Mein Auto zum Beispiel braucht ungefähr 250 Watt, wenn es eingeschaltet ist. Das heißt, das habe ich als Standby-Leistung. Weiteres Argument: Ich werde ja dann bald einmal von den Elektroautos die Rücklaufbatterien bekommen, wo die Reichweite dann nicht mehr reicht. Und wenn wir bitte aus denen Stationärbatterien machen, dann braucht man nicht das Auto in der Garage anstecken. Wenn jetzt zum Beispiel ein Tesla 100 Kilowattstunden hat, dann kann ich aus der Tesla-Batterie 5 Batterien machen mit je, sagen wir, 15 Kilowattstunden stationär. Und das ist meiner Meinung nach der wesentlich klarere und effizientere Weg. Aber wir müssen immer darauf aufpassen. Meine erste Frage ist immer cui bono. Wem dient es? Also wem dient das bidirektionale Laden? Ob da nicht verschiedene Glücksritter, eben wieder bidirektionelle Wallboxen, Zusatzequipment im Auto etc. verkaufen wollen und was das unterm Strich dann tatsächlich bringt, ist zu diskutieren. Wie gesagt, das ist mein persönlicher Standpunkt. Ich halte nichts davon. Außer, wie gesagt, die Situation Blackout. Ja, und damit sind wir jetzt eh schon auf meiner letzten Folie. Wie schaut jetzt praktisch der Energiefluss aus? Ich habe jetzt diese zwei Visualisierungen der eFriends. Das heißt, ich sehe da jetzt alle 10 Sekunden meine aktuellen Daten. Links ist also jetzt meine Photovoltaik-Geschichte mit der Batterie. Ich speise da 100 Watt ein. Meine Tochter in Wien bezieht aus der Community 400 Watt. Na, falsch, sie bekommt angeboten 400 Watt. Sie bezieht aktuell 360 Watt. Und von diesen 360 Watt sind jetzt 100 Watt von mir. Also das ist das, was bereits mit privaten Mitteln im Eigenbau realisierbar ist. Und diese Expertise steht grundsätzlich bei mir zur Verfügung. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel das nachbauen will, ist das natürlich möglich. Setzt natürlich Verschiedenes voraus. Also wenn ich das auch auf der Rechnung dann sehen will, dann führt derzeit kein Weg um die eFriends herum, weil die die einzigen sind, die das können. Wenn man es natürlich jetzt mit irgendeinem anderen Modell wie Avatar oder so realisieren wollte mit diesen Stunden, Day-Ahead-Handelsmethoden, geht auch. Ja, das ist ungefähr die Geschichte. Was sind die Systemvoraussetzungen? Ich brauche natürlich zweckmäßigerweise ein Smart Meter. Das heißt, das Smart Meter Opt-in, das auch politischen Druck im Übrigen aufbaut, damit die Netzbetreiber einfach verstehen, ja, wir wollen das wirklich. Wenn ich die Kundenschnittstelle aktiviere, dann komme ich auch an diese Sekundendatensätze. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt den privaten Subzähler, sondern kann die Daten der Kundenschnittstelle nehmen. Dann muss ich natürlich schauen, mit welchem Energieanbieter mache ich das. Dann habe ich natürlich die Geschichte, eine EEG zu gründen oder an einer bestehenden teilzunehmen. Und dann muss ich natürlich diese technischen Geschichten mir in irgendeiner Form aufbauen. Ja, und wie gesagt, die Netzbetreiber sind da ganz weit weg und die müssen zum Teil natürlich
ihre Pflichten eingemahnt bekommen. Also sowohl Smart Meter Opt-in, also bei der EVN war es zum Beispiel lang so, wenn bei der EVN gesagt hat, ich möchte gemäß Smart Meter Opt-in mein Smart Meter jetzt haben, hat die EVN gesagt, ihr könnt uns gerne klagen, wir rechnen eh damit, aber wir warten lieber noch ein bisschen, weil so dringend ist es eh nicht. Also ja, also das wäre jetzt aus meiner Sicht einmal die Präsentation. Und wenn uns jetzt noch Zeit bleibt, also wir haben jetzt zwei mögliche Dinge, wir können entweder einfach jetzt über das Ganze diskutieren oder wir können auch in Echtzeit jetzt in Verschiedenes, was bei mir läuft, hineinschauen. So, ich lese jetzt noch, wenn allerdings die öffentliche Energieversorgung Leitungen aus funktionieren immer. Das stimmt. Naja, also ganz stimmt das nicht, weil die Resilienz liegt ja dann in jedem einzelnen Haushalt. Also nach meinem Dafürhalten nach geht ja der Trend dahin, ich bilde die Resilienz im Haushalt ab. Ich habe in jedem Haushalt, so wie wir seit 100 Jahren einen Kühlschrank haben, eine Batterie mit 10, 20 Kilowattstunden. Ich nehme, wenn das Netz funktioniert, an der Energiegemeinschaft teil. Ich trage Sorge, dass meine Batterie einen entsprechenden Ladungsstand hat. Und wenn das Netz ausfällt, ist das dann all denen, die eine solche Lösung haben, relativ egal. Und wenn das Netz wieder hochkommt, ist es ja sogar netzdienlich, weil genau diese Haushalte dann nicht gleich das Netz wieder voll belasten, sondern dann sukzessive wieder sich Netzleistung aus der Energiegemeinschaft abholen. Also ich kenne die Konzepte, wo man sagt, wir machen die Resilienz irgendwo weiter oben, aber auch da wieder cui bono. Wenn jetzt der Verteilnetzbetreiber um teures Geld einen Container wohin stellt mit irgendwelchen Tesla-Modulen, um das anzubieten, ja, das kann schon sein. Aber es wird sich einfach marktwirtschaftlich herausstellen müssen, welche Lösung die nähere ist. Ich persönlich glaube, und das ist eben de facto das, was ja schon jetzt geht, ich kann jetzt schon im Haushalt meine Batterie kaufen und installieren. Die habe ich in ein paar Monaten typischerweise. Wann welcher Provider was tut, ist eine andere Geschichte. Vielleicht noch ein Wort dazu. Der Verteilnetzbetreiber sieht sich ja typischerweise in dieser altmodischen Position, dass er sagt, ich exekutiere das Ellbog und alles andere ist mir egal. Es ist ja leider so, dass die Verteilnetzbetreiber mit uns ja nicht reden wollen. Die sagen, uns interessiert dieser ganze Kram nicht. Wir machen das, was uns gesetzlich vorgeschrieben wird. Die Verteilnetzbetreiber könnten schon seit 5 Jahren oder länger anbieten, innovative Modelle, zum Beispiel im privaten Bereich, und sagen, schau, wir bieten euch an, wir bilanzieren euch eure 10, 20 Zählpunkte gemeinsam. Wir verrechnen dann von mir aus 1 Euro pro Zählpunkt und Monat für diese Abrechnung und ihr könnt damit wunderbare Dinge tun. Und er gewinnt ja die Netzdienlichkeit. Aber genau diese Botschaft ist leider noch nicht angekommen. Eure Fragen bitte. Ich höre, warte mal eine Sekunde. Hallo. Ja, ich bin doch. Aha. Das ist so schüchtern. Es redet einfach niemand. Ich dachte, mein Lautsprecher ist hin. Aha. Na, dann hab ich eine Frage. Hört ihr mich? Ja, wunderbar. Ja, und zwar, du hast bei der ersten Folie diese Links eingeblendet. Ja, ich habe da ein Echo. Die Links eingeblendet für die Unterlagen. Könntest du die eventuell auf den Chat stellen? Ja, warte, ich versuche mal das irgendwie zusammenbringen. Genau die? Auf den Chat stellen, warte mal. Im Club-Computer werde ich nicht veröffentlicht dann. Warte mal. Also diese Links brauchen euch nicht Sorgen, weil auf der Club-Computer-Seite wird im internen Bereich das sowieso alles liegen. Die nicht auf intern zugreifen können, weil sie keine Club-Computer-Mitglieder sind, die müssten dann schon über diese Links arbeiten. Okay. Wobei vielleicht dazu eine Ergänzung noch,
Ich bin ja auch involviert beim Elektromobilitätsclub Österreich, EMC, und auch dort publizieren wir zum Teil dann diese Links, also über dort findet man das auch wieder. Ich will aber sagen, dass der Link, den du wolltest, Norbert, natürlich nur so lange ein lebend guter Link ist, solange der Peter das unter der Adresse lagert. Weil wenn er das dann einmal nicht mehr lagert, das ist nicht mehr verfügbar. Auf der Clubcomputer-Seite wird es aber so lange die Seite lebt geben. Okay, ja. Also in Wirklichkeit liegt das Ganze dann auch körperlich mehrmals. Also es liegt natürlich bei mir und es liegt natürlich auch beim George irgendwo. Und also an dem wird es nicht scheitern, dass man diese Daten nicht findet. Also wenn du das brauchst und du findest das nicht, fragst einfach, wir schaffen das, dass du das kriegst. Gut, danke. Nur noch eine kurze Frage. Beim ersten Teil war auch die Information, dass der EMC auch eine Veranstaltung macht und die war gestern. Ich hatte auch den Link, aber ich bin 6:02 habe ich den angeklickt und dann habe ich nur die Meldung bekommen, die Veranstaltung ist schon vergangen. Aha. Naja, also grundsätzlich ist es so, dass vom EMC auch alle Sachen aufgezeichnet werden und dann über irgendeinen YouTube-Channel zur Verfügung gestellt werden. Also das findet man auch auf der EMC-Homepage. Da bin ich überzeugt, dass das mit ein paar Klicks auffindbar sein sollte. Okay, danke für den Hinweis. Also das sind die monatlichen sogenannten Kompetenztreffen beim EMC und die sind alle zugreifbar. Ja, noch wer? Haben wir doch alle vorher geredet. Oh ja, ich hab gleich noch mal Fragen. Oder vergessen, ihre Mikrofone einschalten. Das kann natürlich auch sein, dass sie eh reden, aber man hört sie nicht. Nein, ich hab eingeschalten, das Mikrofon. Und hallo, hört's mich? Ja, leg los. Ja, bin schon dabei. Bei der Energiegemeinschaft habe ich noch ein bisschen Verständnisproblem mit der Speicherung. Grundsätzlich haben wir Elektronen bzw. Strom kein Marschall. Das gilt für den Atomstrom genauso wie für die Energiegemeinschaften. Das heißt, ist es bezüglich des Energiemanagements oder dieses Energieaustausches nicht sowieso so, dass die Energiegemeinschaft in erster Linie mal bilanziell das Ganze nur gegenseitig verrechnen und abrechnen und letztendlich der physikalische Verbrauch der lokal zur Verfügung gestellten eingespeisten Energie sowieso durch den nächstgelegenen Verbraucher mit dem geringsten Leitungswiderstand erfolgen, weil nach den Kirchhoffschen Regeln in einem Leitungsnetz sie noch im geringsten Widerstand die Ströme entsprechend aufteilen. Und die Speicherung ist sehr wohl notwendig, allerdings dann auf der oberen Ebene durch das Netzmanagement der Netzbetreiber, die ja letztendlich dann dafür sorgen müssen, dass das Netz auch dann stabil bleibt, wenn irgendwo plötzlich Energiespitzen eingespeist werden. Wie es halt jetzt mit jeder so normalen, herkömmlichen Energie, die nicht aus Batterien oder aus Energiegemeinschaften überbleibt, auch erforderlich ist. Bin ich da falsch oder habe ich da was nicht verstanden? Ein bisschen falsch. Die Theorie stimmt grundsätzlich, aber in der Praxis ist es natürlich tatsächlich so und auch da ist es eindeutig der Herr Kirchhoff. Also wenn wir jetzt diese Folie nehmen, die Sie hoffentlich seht, wenn jetzt vom linken Haus, wenn der linke Haushalt ein Kilowatt Leistung einspeist und der rechte Haushalt ein Kilowatt bezieht, dann ist offensichtlich, dass dieses Kilowatt dann nicht über den oben gezeichneten Trafo drüber rennt. Der rechte Haushalt könnte 10 Kilowatt beziehen. Der bezieht halt dann 1 Kilowatt aus dem, was da überbleibt und 1 Kilowatt von woanders dann. Ne? Ja, aber noch einmal, wenn da hier, warte, ich schalte wieder mal meinen Pinsel ein, wenn ich das irgendwie zusammenbringe, so, dann muss ich da herklicken. So. Zeige Optionen. Machen wir das so. Der da speist jetzt 1 Kilowatt ein. Ja. Der da bezieht zum Beispiel 2 Kilowatt, also da machen wir einen 1er her, da mache ich einen 2er her, dann ist offensichtlich, dass über den Trafo nur 1 Kilowatt fließt. Sind wir uns da einig? Ja, da sind wir uns einig, das ist keine Frage. Ja. Und das muss gleichzeitig sein, da sind wir uns auch einig. Das ist keine Frage. Ja. Und das ist genau das, was ich in der Energiegemeinschaft meine. Nur der Haushalt 2
der muss gar nicht in der Energiegemeinschaft drinnen sein, weil der bezieht nur aus dem öffentlichen Netz. Ja, und woher das öffentliche Netz die Energie kriegt, ist dann eine zweite Sache. Ja, aber wenn ich nicht in der Energiegemeinschaft bin, habe ich den Kostenvorteil nicht. Weil dann das, habe ich anonymen Strom und das ist jetzt genau das Paradoxon. Wenn Sie jetzt Kunde bei der EVN sind und einen Kilo, oder EVN ist ein schlechtes Beispiel, sondern Energie Niederösterreich oder wie halt die Energieanbieter heißen, wenn Sie dort einen Kilowattstundenpreis von 20 Cent haben, dann zahlen Sie für die 2 Kilowatt 20 Cent pro Stunde. Ja, obwohl ich eine Kilowattstunde in der Stunde einspeise und ich biete das in der Energiegemeinschaft zum Beispiel um 5 Cent oder um 10 Cent an. Und das ist genau der Grund. Und das ist auch genau das, was ich gemeint habe auf der Folie. Die Abrechnung und die Regelung sind getrennte Mechanismen. Aber wenn ich nur in der Regelung drinnen bin, aber nicht in der Abrechnung, habe ich ja nichts davon. Weil bei den E-Friends ist es jetzt tatsächlich so, dass ich das auf der Rechnung wiederfinde, weil dort wird jede 10-Sekunden-Scheibe getrennt verrechnet und in den E-Friends sehe ich, in der E-Friends-Bilanzierung sehe ich genau, aha, ein Kilowatt kommt von außen und ein Kilowatt kommt aus der Community. Machen wir das jetzt einmal anders. Wir gehen jetzt einmal live auf die... Aber ich bleibe dabei. Das ist aber trotzdem jetzt bezogen auf die Strommenge, nachdem die kein Marschall hat, nur eine virtuelle Angelegenheit, auch wenn es durchaus sinnvoll ist. Ich meine, das ist ja keine Frage, dass es nicht sinnvoll ist, aber die Frage der Speicherung stellt sich dann anders. Na, wieso? Die Frage der Speicherung. Wenn der eine ein Kilowatt einspeist und der andere ein Kilowatt bezieht, dann läuft das in Echtzeit hinüber. Die Energie nicht, das wird nur verrechnet. Die Energie läuft entsprechend Kirchhoffsche Regeln, je nachdem, wo heute halt geringere Leitungswiderstand ist und wie sie entsprechende Leitungswiderstände die Energie auf alle Verbraucher in dem Netzsegment aufteilt. Um das noch interessanter zu machen, auf welcher Phase wird eingespeist? Ja, also die Geschichte mit der Phasenschieflast ist ein eigenes Thema. Da gebe ich dir recht. Es ist derzeit so, aber das muss nicht notwendigerweise so bleiben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das irgendwo definiert in den Gesetzen und ob es ausjudiziert wurde jemals. Es wird in Österreich oder zumindest mit den Smart Mietern über alle drei Phasen die Summe bilanziert. Und das wird verrechnet. Also wenn ein Kilowatt auf L1 eingespeist wird und ein Kilowatt auf L2 bezogen wird, wird das vorher auf Null bilanziert und zu Null verrechnet. Theoretisch könnte der Netzbetreiber natürlich auf die Idee kommen, dass er sagt, für das eine Kilowatt, das ich einspeise, kriege ich 6 Cent und für das eine Kilowatt, das ich auf der anderen Phase beziehe, zahle ich 20 Cent. Das ist theoretisch denkbar, aber meines Wissens ist es schon per Gesetz oder wie auch immer so. Meiner Meinung nach gilt da auch der Gleichheitsgrundsatz, weil alle die einen Ferraris-Zähler haben, der einfach von der Hardware her so bilanziert, der legt mehr oder weniger mal die Latte wohin und ich kann mit einem Smart Meter, solange es einen einzigen Ferraris-Zähler gibt in Österreich, nicht schlechter gestellt werden. Das heißt, es darf mir kein Nachteil erwachsen. Damit ist das mehr oder weniger für mich die formale Grundlage. Wenn wir aber dann nur mehr Smart Meter haben, dann könnte sehr wohl wer auf die Idee kommen. Aber das ist dann wieder Wasser auf meine Mühlen, dass ich dann sage, ich brauche sowieso nur eine Phase in meinem Haushalt, weil der Drehstrom ist ja sowieso anachronistisch. Wir haben ja in manchen Kontinenten auch gar keinen Drehstrom und man konnte dort trotzdem überleben. Natürlich war der Drehstrom jetzt 100 Jahre wahnsinnig bequem, um damit die billige und unkaputtbare Drehstrom-Asynchronmaschine zu betreiben. Aber in Wirklichkeit, im Zeitalter der Elektronik, mit drei einzelnen Victron-Wechselrichtern ein dreiphasiges Netz vorhalten zu müssen, wo sowieso nur einphasige Verbraucher dranhängen, ist nicht unbedingt mehr technisch argumentierbar. Ich mache es zum Beispiel bei mir so, in einer Blackout-Situation schalte ich mein Haus vom Netz weg und betreibe es dann einphasig mit einmal 5 kW.
weil du gesagt hast, darf ich gleich dazwischen sprechen, einphasige Verbraucher. Ich habe gerade mein Elektro-Ceranfeld bei der Reparatur und das brauchte und hatte einen dreiphasigen Anschluss. Ja, ich weiß aber nicht, ob das nicht bloß eine Aufteilung von drei einphasigen Bereichen ist, damit die halt eine Lastverteilung haben, das ist mir nicht bekannt. Oh nein, das funktioniert ganz einfach. Natürlich hat der Drehstrom den Vorteil, auch in der Übertragung, dass du mit drei Drähten die dreifache Leistung übertragen kannst im Vergleich zu zwei Drähten, weil ja. Nullleiter fließt beim Drehstrom, wenn alle drei Phasen gleich belastet sind, eben kein Strom. Jetzt hat typischerweise eine Kochplatte hat entweder 1 kW oder 2 kW. Also ich habe zum Beispiel bei meinem Ceranfeld ein schaltbares Feld und drei Fixfelder. Wenn ich die alle einschalte, dann haben sie, was ich, 2, 5 kW. Und wenn ich das Backrohr noch dazu schalte, sind das 7 kW. Jetzt sind wir in Europa gewohnt, heute mit Vorzählersicherungen 25 Ampere, 35 Ampere zu leben. In Amerika zum Beispiel, die ein einphasiges Netz haben, nur dazu mit 110 Volt, für die ist es völlig normal, wenn die 100 Ampere Sicherungen haben. Also das ist zum Teil schon nur eine Frage der Gewohnheit. Zum Beispiel der Tesla Roadster, das war eines der ersten Elektroautos, der hatte einen einphasigen Onboard-Lader mit 63 Ampere. Es ist ja zum Beispiel bei den Elektroautos die Definition der Typ-2-Schnittstelle auch bis 63 Ampere, obwohl das in Europa praktisch nicht vorkommt, weil wir eben dieses dreiphasige Netz gewohnt sind. Oh ja, 63 Ampere ist die maximale Auslegung der Zuspeisung zu einem Haus. Das habe ich gerade gefragt, weil bei uns draußen die Netzleitung, ja, Zuführung erneuert wurde. Da hat mir der Elektroinstallateur, also der Monteur von der EVN gesagt, auf 63 Ampere sind die Zuleitungen ausgelegt. Ja, ja, das mag schon so sein. Nur in Wirklichkeit muss man auch da wieder klar sagen, cui bono, wem dient es? Die EVN wird am Mordsfreude haben, wenn sie von ihr 63 Ampere haben wollen, weil sie dann wahrscheinlich 20.000 Euro oder was nicht, wie viel Netzbereitstellungsgebühr verlangen kann. Mhm. Das wissen nämlich die wenigsten Leute, dass der Privathaushalt ja nur eine Netzbereitstellung von 4 kW hat. Das heißt, wenn ich über längere Zeit mehr als 4 kW beziehe, falle ich in die nächste Kategorie. Das ist jetzt von Verteilnetzbetreiber zu Verteilnetzbetreiber unterschiedlich. Auch die Usancen, die Wiener Netze machen es zum Beispiel so, dass sie, wenn man mehr als 10.000 Kilowattstunden pro Jahr bezieht, annehmen, dass man mehr als 4 kW hat. Die EVN macht es über die Vorzählersicherungen. Das heißt, wenn man stärkere Sicherungen haben will, dann muss man mehr Netzbereitstellung nachkaufen. Nur in Wirklichkeit ist ja da der Paradigmenwechsel der, sobald wir auf Smart Meter migriert sind, bekommen wir die 1,6er Zählwerke. Also im 1,60er Zählwerk steht dann pro Monat die 15-minütige Spitzenleistung und nach der werden wir dann Netzbereitstellung zahlen. Und alle die, die eben dann ihr Elektroauto mit 22 kW laden wollen oder auch tun, werden eben für die 22 kW die Netzbereitstellung zahlen und alle, die es netzdienlich mit unter 4 kW machen, werden eben mit dem, was sie bis jetzt haben, auskommen oder sogar einen Kostenvorteil gewinnen. Wir haben aber noch ein ganz anderes Problem. Wir haben ja auch das Problem, dass die Gasheizungen demnächst verboten werden, in Neubauten sowieso schon, ja, und dass auch Wärmepumpen nicht unter 2 bis 4 Megawattstunden pro Jahr Verbrauch haben. Das entspricht einem Elektroauto auch dann, wenn man kein Elektroauto fährt eigentlich. Ja. Da wird da einiges auf uns zukommen. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, dann wird damit ein voll elektrifizierter Haushalt, wenn ich es nicht falsch liege, auf 18 Kilowatt Anschlussleistung ausgelegt. Nein. Erstens hat ja die Wärmepumpe in Wirklichkeit nur Durchschnittsleistung von 2 kW. Also das in sind ja Wien ganz... können die wenigsten Wärmepumpen verwenden. Die sind voll elektrifiziert, die heizen nur Elektrostrom. Was elektrische Direktheizung? Ja. Nein. Elektrische ich habe auch mit Hausverwaltern schon gesprochen, weil wir Hausbegehung bzw. Wohnungsbegehung gehabt haben. Es wird nur mehr voll elektrifizierte Haushalte gebaut. Es wird für die Elektroversorgung, auch für die Leistungsausschlüsse, eine ganz enorme Auswirkung haben.
Na, also da wäre ich vorsichtig. Also das ist natürlich leider jetzt wieder im österreichischen Föderalismus Bundeslandangelegenheit, aber es gibt Bundesländer, wo elektrische Direktheizungen einfach verboten sind. Meiner Meinung nach würden sie auch verboten gehören, weil eine elektrische Direktheizung hat aus mehreren Gründen einfach keinen Sinn mehr. Und grundsätzlich auch da wieder, cui bono, wem dient es? Auch wem dient welche Diskussion? Das mit den Infrarotheizpanelen, das war ja jetzt jahrelang ein Steckenpferd von Joe der Bundesinnungsmeister der Elektriker. Na klar ist das dienlich den Elektrikern, die damit schnelles Geld machen können, weil die brauchen 2-3 Dübel in die Wand schrauben und das Panel hinhängen und machen damit an Mörderumsatz und denen ist die Ökologie oder die Energiewende völlig egal. Aber von der Sache her muss man klar sagen, ist das ja ein völlig falscher Weg und darum bezweifle ich auch, dass man das überhaupt im Sinn der Energiewende so umsetzen können, weil das geht sich einfach von den Bilanzsummen nicht aus. Es ist ja zum Beispiel... Das weiß aber noch keiner scheinbar. Naja, es ist ja zum Beispiel die Geschichte mit den Wärmepumpen zu hinterfragen. Die Wärmepumpe? Die Wärmepumpe dient auch wieder primär den Energiekonzernen. In Wirklichkeit würde ich zum Beispiel die Meinung vertreten, weil ich komme ja eigentlich aus einer viel breiteren Schiene. Ich bin seit über 20 Jahren Windkraftbetreiber, bin also da in der Energiewende auch als Energiepionier schon sehr lange unterwegs. Und meine Meinung ist die, dass in den ungefähr 1 Million Einfamilienhaushalten keine Wärmepumpen hingehören, sondern dort kann Blockheizkraftwerke hin, womit geeigneten Energieträger ein Stromüberschuss erwirtschaftet wird im Winter. Und mit diesem Stromüberschuss betreiben wir dann die Wärmepumpen jener Haushalte, wo man eben kein Blockheizkraftwerk hinhängen kann. Also wenn wir 1 Million Blockheizkraftwerke bauen, die wir übrigens schon seit 20 Jahren hätten bauen können, wenn ein politischer Wille gegeben gewesen wäre, dann hätten wir die Geschichte schon lang gegessen. Weil das ist genau die Geschichte, die ich angesprochen habe. Ich speise 3-mal so viele Kilowattstunden ein, als ich beziehe. Und in Wirklichkeit, sobald meine eigene Blockheizkraftwerklösung fertig ist, speise ich wahrscheinlich auch im Winter ein. Und mit dem Überschuss kann man dann im solidarischen Sinn die anderen versorgen, die dann zum Beispiel eine Wärmepumpe brauchen. Ja, aber über den Punkt wird in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht diskutiert. Und die Frage ist natürlich schon auch, woher dann 1 Million Blockheizkraftwerke mit welchen Treibstoffen befeuert werden sollen. Ne? Nein, die kommen eh nicht, weil es von den Lobbys ja niedergehalten wird. Weil so wie Österreichs Energie, also der Dachverband oder die Interessensvertretung der österreichischen Elektrizitätswirtschaft, die haben überhaupt kein Interesse daran, und das war ja auch mehr oder weniger diese politische Pattstellung der vergangenen Jahrzehnte. Es wird ja in der Diskussion mit dem Putin-Gas das nicht angesprochen, ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt auch. Wir könnten schon lange aus dem Putin-Gas in den Haushalten auch Strom machen, dann würde das ganze Energiegefüge völlig anders ausschauen. Es ist ja zum Beispiel so, ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber vor ein paar Jahren war es so, dass in Deutschland durch Abregeln der Windleistung etwa 1 Milliarde Euro pro Jahr volkswirtschaftlicher Schaden entstanden ist. Weil um eben jetzt die Kohlekraftwerke mit ihren Bandlasten weiterlaufen lassen zu können, war es notwendig, die angeblich zu viele Erneuerbare Energie im Netz einfach abzuregeln. Viel klüger wäre es gewesen, diesen Überschuss zwischenzuspeichern. Es hat jetzt zum Beispiel im Wiener Fernwärmenetz, in der Pfaffenau ist es in Wien, die erste mehr oder weniger industrielle Power-to-Heat-Lösung ihre Anwendung gefunden. Da wurde eben der angesprochene Tauchsieder mit ein paar Megawatt installiert. Und wenn wir jetzt viel Windleistung im Netz haben, dann wird dort unter Anführungszeichen der Überschuss hineingeheizt und um das braucht das Wiener Fernwärmenetz weniger Gas. Es muss einfach in diese Richtungen gehen. Aber, da muss man ganz klar sagen, da haben wir ja genau diese verschiedenen Lobbys gegen uns. Weil es will eben die Gaslobby ihr Gas verkaufen und es will die OMV
ihren Sprich. Aber das Problem sehe ich wo ganz anders. Es gibt, findet ja nicht einmal öffentliche Diskussion statt. Da sind wir noch weit entfernt davon, dass da Lobbyisten dann irgendwo gegen irgendwas opponieren können. Diese Lobbyisten gibt es ja nicht. Da könnt ihr was fragen, bitte. Ich hätte nur eine Bemerkung gehabt zu den Einphasen versus Dreiphasen. Ich habe Jahre meines Lebens in Amerika verbracht und es hat sehr wohl jedes Haus dort zwei Phasen, die haben zwei Phasen, jetzt 180 Grad Phasen verschoben. Genau, und die dicken Verbraucher hängen auf 240 Volt dort. Also ja, ist nicht, dass nur einphasig ist. Ja, das ist dieses plus minus 110, das ist schon klar. Aber deswegen wird es auch nicht dreiphasig. Also einphasig. Es ist zweiphasig. Aber zum Beispiel Südafrika hat auch drei Phasen. Also es ist nicht so, dass die meisten Länder einphasig sind. Das ist sehr verbreitet. Naja, ich bin schon mit dir, das ist keine Frage. Aber ich meine nur, der Drehstrom, wie wir ihn gewohnt sind, ist keine technische Notwendigkeit mehr. Noch einmal zu den Asynchronmotoren. Ich habe ein einfaches Beispiel. Meine Brunnenpumpen, ich habe welche für die Wärmepumpen, ich habe so eine, sind circa 30 Jahre alt und funktionieren. Eine Grundfosswärmepumpe mit Inverter bin ich froh, wenn die 5 Jahre holt. Das ist so einfach Elektronik, die stirbt irgendwann, obwohl sie sich nicht abnutzen sollte. Ja, okay, gut, aber was ist jetzt deine Konklusio? Wir wollen gar keine Elektronik oder was willst du uns damit sagen? Nein, ich sage nur, manchmal ist das Primitivere in der Beziehung besser, weil ein Brunnenpumpen austauschen ist deutlich mehr Arbeit als irgendeinen anderen Verbraucher. Nein, ich sage nur, Drehstrom ist schon nicht schlecht. Ich finde nicht, er ist auch mühsam, ich kämpfe genauso damit. Ja, mit einphasig wäre es. Ich bin mit dir, Günther. Für viele Sachen ist er gut. Ja, aber Günther, darf ich auch was sagen, bitte? Ja. Ich habe auch eine Brunnenpumpe, die ist auch 30 Jahre alt, die funktioniert wunderbar und die rennt ungefähr 20 Mal mit einem Frequenzumrichter. Und wenn der Frequenzumrichter hin ist, hänge ich den nächsten Frequenzumrichter hin. Du hast einen separaten. Ich habe auch einen separaten, wo. Aber ein Normalbürger kauft sich Brunnenpumpen mit integrierten Frequenzumrichter und die leben nicht lang. Genau das, wie das ist, wie sagen die Juristen da schön, das ist Mutmaßung. Na, dann lese ich mal die Foren durch. Ich habe nämlich überlegt, so eine zu kaufen. Weil es ist egal, wir müssen das Thema nicht ausdiskutieren. Aber der Punkt ist einfach und ein rein elektronischer Grund. Nehmen wir her, du hast einen Inverter. Der Inverter, der dreiphasig angeschlossen ist, hat eine wesentlich geringere Welligkeit vom Eingangsgleichrichter. Du brauchst viel weniger Zwischenkreiskondensatoren und. Ja. Günther, im Sinn der allgemeinen Diskussion würde ich meinen, dass man es da jetzt nicht in irgendwelchen elektrotechnischen Spitzfindigkeiten verlaufen sollten, sondern eher schauen sollten, was vom Auditorium an zum Thema Fragen noch vorhanden wäre. Eine Frage hätte ich noch. Aber ich nehme an, das wird der Club Computer da abgewickelt. Diese Links zu den weiterführenden Vereinen beziehungsweise zu regelmäßigen Informationsveranstaltungen oder Grundlagenwissen, und zwar vor allem Grundlagenwissen, dass man die irgendwo zusammenstellen kennt oder vielleicht einen Link dorthin gibt sicher irgendwo, dass wir es bei uns im Club Computer dann halt auch verfügbar haben. Welche Links meinst du bitte, Erich? Ja, nicht nur jetzt zu diesem Vortrag jetzt, sondern auch zu dessen Detailfragen, die wir jetzt diskutieren, von wegen Ideen oder Vorschlägen für Neugestaltung unserer Umwelt, unserer Energiesituation und diese Dinge. Wie wir sie jetzt gerade andiskutiert haben, da gibt es offensichtlich woanders auch Überlegungen und Ideen, dass wir die auch kennen und die Links dorthin zum Beispiel zur Verfügung stellen. Auch. Gut, zwei Möglichkeiten. Entweder die diese Links kennen, schreiben sie jetzt in den Chat, dann wandert das im Chat ganz automatisch dorthin, wo wir das speichern, weil der ganze Chat als Textdatei abgelegt wird. Mhm. Gutes Finden kann ich ja sagen, wenn es zurückst danach. Das Zweite ist das, du sammelst das und gibst was und ich legst dann dort ab. Ich gehe jetzt davon aus, dass unter der Zuhörerschaft viele Leute schon gibt, die sich viel intensiver als ich jemals das bisher getan habe, damit beschäftigt haben, wo auch ich was lernen kann und nicht nur immer die großen Groschen für. Und um das suche ich jetzt nur. Ja, genau. Da müssen die Leute was hergeben. Wenn sie es nicht hergeben oder in den Chat schreiben, kann man es auch nicht dort ablegen. Okay, danke. So, wir hatten noch Fragen. Es waren eigentlich genau zwei, nach drei bis jetzt, die gefragt haben.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar, wir überlegen jetzt seit längerem eigentlich schon eine Photovoltaikanlage mit Batterie zu installieren, beziehungsweise installieren zu lassen. Und wir warten darauf, dass es billiger wird. Da warten wir schon lange drauf. Wie realistisch ist das, dass jetzt besonders die Speicher, die jetzt doch relativ teuer doch sind, in naher Zukunft um einiges günstiger werden? Reden wir jetzt von der Photovoltaik selber oder von der Batterie? Von der Batterie. Gute Frage. Das Hauptproblem scheint mir zu sein, dass ja weltweit die meiste Batteriekapazität, die produziert wird, in die Mobilität läuft. Und damit wird natürlich dieser Preisknick offensichtlich verschoben. Also wir haben in den letzten Jahren ziemlich konstante Kilowattstundenpreise. Also man muss schon differenzieren, was ist jetzt der reine Batteriepreis und was ist der Preis der schlüsselfertigen Lösung. Weil es ist derzeit so, dass die, wenn Sie zum Elektriker gehen und sagen, Sie wollen eine fertige Batterielösung, dass Sie dort irgendwo, ich sage einmal um 1.000 Euro pro Kilowattstunde wahrscheinlich einen Preis haben werden, je nachdem, ob das eine Hybridgeschichte mit Photovoltaik ist oder was auch immer. Die nackten Batteriepreise, also was jetzt in die Selbstbaurichtung geht, sind bei neuen Elementen irgendwo, also neue Zellen bei 300 bis 400 Euro pro Kilowattstunde. Eventuell, wenn man jetzt Gruppen, also Sammelbestellungen macht, direkt ab China, dann wird man bestenfalls, glaube ich, bei 200 Euro pro Kilowattstunde zu liegen kommen. Wobei ich mir nicht sicher bin, wie weit nicht jetzt durch diese weltweiten Krisen, in die wir da reinlaufen, gröbere Marktverwerfungen sein werden. Also ich glaube nicht, dass in den nächsten 1, 2, 3 Jahren mit einer drastischen Preisreduktion zu rechnen ist. Okay, das heißt, ja, auch im Sinne der Sicherheit, der Stromversorgung, würden wir dann so eine relativ teure Anlage einmal einbauen lassen mit Batterie, die jetzt relativ teuer sind. Ich habe auch angeschaut, alternativ oder zusätzlich vielleicht in Windkraft, aber die sind ja noch teurer und auch die Wartung ist ja viel höher oder ja, wartungsintensiv, oder? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Welche Alternative? Nein, Windkraft, so ein Windrad. Da gibt es auch verschiedene Modelle. Aber was heißt, Windkraft hat ja mit Batterie nichts zu tun. Nein, das ist die nächste Frage. Windkraft ist ja eine Ertragsmöglichkeit und Batterie ist eine Speichermöglichkeit. Genau. Nein, es ist die nächste Frage. Das ist meine zweite Frage. Also pro Kilowattstunde Ertrag ist eine Windkraftanlage natürlich wesentlich günstiger. Wobei man klar sagen muss, was der Unterschied zwischen Photovoltaik und Windkraft ist. Photovoltaik skaliert beliebig nach oben und unten. Das heißt, es kann ein Taschenrechner mit 10 Milliwatt genauso funktionieren wie eine Großflächenanlage mit 100 Megawatt. Windkraft skaliert nicht nach unten. Das heißt, Windräder müssen relativ groß und hoch sein. Das Kleinstwindrad am Dach funktioniert nicht. Und damit ist klar, man kann nur in Bürgerbeteiligungsmodelle hineingehen. Also wir haben österreichweit ja einige sehr etablierte Unternehmungen, also die kann man, glaube ich, ruhig beim Namen nennen. Das ist zum Beispiel die Windkraft Simonsfeld bei uns in Ernstbrunn oder es ist die WEB Windenergie im Pfaffenschlag. Also das sind jetzt in Ostösterreich die zwei Hauptbetreiber, die großen. Und es gibt dann natürlich Dutzende kleinere Bürgerbeteiligungsgemeinschaften und denen allen ist gemein, dass einfach gemeinsam erzeugte Windenergie pro Kilowattstunde wesentlich günstiger ist auch als Photovoltaik. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich habe natürlich das Problem, das ist dann keine lokale Energie, sondern das Windrad steht halt dann, also konkret in meinem Fall in Stockerau, das ist jetzt von mir 20 Kilometer weit weg. Und in einem Blackout-Fall nützt es mir natürlich überhaupt nichts. Während meine Photovoltaik kann mir unter Umständen, das kommt aufs Anlagenkonzept an, in Kombination mit einer Batterie sehr wohl auch im Blackout-Fall weiter Energie liefern. Mhm. Das war auch unsere Überlegung. Wie wahrscheinlich ist das wirklich, dass ein Blackout kommt? Angeblich kann das jederzeit passieren, aber ist es wirklich so? Naja, also da muss man den Kreis auch in der Diskussion größer ziehen. Erstens nützt es wenig, beliebig viel elektrische Energie in den eigenen vier Wänden zur Verfügung zu haben, aber nichts zu essen.
es nützt auch wenig, das eigene Haus beleuchtet zu haben. Nach 2-3 Tagen kommen die anderen über den Zaun geklettert. Und es geht auch um viele andere Themen, die wir da gesellschaftlich haben. Also man darf den elektrischen Blackout auch nicht isoliert betrachten. Also ich glaube, man muss davon ausgehen, aber da bin ich nicht unbedingt der Wissendste. Wenn wir einen Blackout hätten, der länger als 24 Stunden dauert, laufen wir sowieso in andere gesellschaftliche Probleme. Und einen 24-Stunden-Blackout kann man sehr wohl mit einer Batterie im Haushalt, die, sagen wir, 5 Kilowattstunden hat, schon gut überbrücken. Da darf man halt in der Zeit dann nicht unbedingt den Truthahn im Backrohr haben, sondern muss halt dann sagen, okay, dann muss halt die Waschmaschine oder was auch immer 1-2 Tage warten. Also so in der Dimension sehe ich das Thema. Danke. An das Letzte darf ich kurz anknüpfen. Ich habe mich vor 2-3 Monaten, wie auch wieder einmal das Blackout-Thema so virulent war, nachgefragt bei Leuten, die CPAP-Geräte vertreiben. Das sind die Dinger, die man über Nacht zum Schlafen verwendet, damit ein Luftstrom permanent die Atemwege offen hält, dass nicht zu diesem Schlafapnoe-Syndrom kommt, wo man ganz schön viel Schaden leiden kann. Also wurscht. Ich brauche das, andere brauchen das vielleicht auch. Und die sind also an ein Gerät gebunden, das eine Wechselstromversorgung braucht. Ich habe ein uraltes, das kennt man sogar mit einer Batterie direkt betreiben. Aber niemand von den Herstellern, die ich gefragt habe, hat gesagt, ja, wir haben Geräte, die Blackouts übertauchen können. Also zum Beispiel, ich kann 1, 2, 3 Nächte mit Batterie versorgt arbeiten und so. Gibt es da irgendwo einen Druck in die Richtung, dass es... Das ist auch der falsche Ansatz. Also langfristig eventuell, also ich bin natürlich sowieso ein Verfechter. Also in meinem Einfamilienhaus, das jetzt immerhin schon über 30 Jahre alt ist, gibt es seit Anbeginn ein 12-Volt-Netz zusätzlich zum 230-Volt-Netz. Weil natürlich viele Verbraucher, also das hat sich natürlich damals noch nicht so abgezeichnet, ist aber dann schon ein Stand der Technik geworden. Wir haben heute ganz viele Komponenten, die natürlich aus dem Automobil-, Camping-, Zubehörbereich kommen, die mit 12 Volt laufen. Wir haben auch viele IT-Komponenten, PCs laufen mit 12 Volt, die man siehe Google und Co., die zum Teil ihre Rechenzentren mit 12 Volt betreiben. Also 12-Volt-Systeme sind grundsätzlich schon spannend, weil sie den Vorteil haben, also natürlich nur mit einer beschränkten Leistung, weil wenn die Leistung dann, was ich im Kilowattbereich ist, werden einfach die Ströme zu hoch. Aber 12-Volt-Inselnetze zu betreiben, hat insofern seinen Charme, weil es diese Netzparallel-Insel-Umschaltproblematik nicht gibt. Aber alles, was größere Verbraucher sind, ist ganz klar, 230 Volt ist einfach in unserer Gesellschaft dermaßen verankert, dass es eigentlich im Haushalt ohne ein 230-Volt-Netz auch im Blackout-Fall nicht geht. Ich habe nur dann die 2 Freiheitsgrade, ich kann mir überlegen, nehme ich einen Inselwechselrichter, der ist natürlich viel billiger. Also das ist zum Beispiel eine Lösung, die ich auch Leuten empfehle, weil wir haben zum Teil ältere Photovoltaikanlagen schon installiert mit Wechselrichtern, die nicht inselfähig sind. Die haben zwar eine Hybridlösung für Batterie, können aber ohne Netz nicht laufen. Und da ist aus meiner Sicht, ja, der Patrick verabschiedet sich, danke, dass du dabei warst, Patrick. Wir hören uns irgendwann, ciao. Die Geschichte ist dann die, wenn ich jetzt eine Batterie habe, dann kann ich an diese Batterie, also wenn das eine Kleinspannungsbatterie ist, das ist auch wichtig, da gibt es sowohl Hochvoltbatterien als auch Niedervoltbatterien und an eine 48-Volt-Batterie kann ich dann sehr wohl einen kleinen Inselwechselrichter dranhängen, der kostet ein paar hundert Euro für, sagen wir, 500 Watt oder 1 Kilowatt. Und wenn ich jetzt manuell umstecke, also das kann ich in meinen Verteilerkasten fix einbauen, einen Umschalter, wo ich halt dann dort 230 Volt Verlängerungsschnur raushängen habe und im Anlassfall stecke ich das an meinen Inselwechselrichter und an meine Batterie und habe eine Blackout-Überbrückung.
Das geht natürlich. Und wenn ich aber einen Netzparallelwechselrichter haben will, der vielleicht noch automatisch umschaltet, dann bin ich halt erst ab, ich sage einmal, 3.000 Euro aufwärts dabei. Das ist sehr schön, was du erzählst, Peter, aber das ist für einen durchschnittlichen Normalhaushalt einerseits und nicht etwas, was erst konzipiert wird und gebaut wird, sondern für einen kranken Menschen, der das braucht, einfach indiskutabel. Weil das sind alle Sachen in einer Mietswohnung zum Beispiel schon installiert. Da gibt es nirgendwo eine Möglichkeit, dann noch was einzubauen und umzuschalten. Und wo stelle ich Batterien und wo kommt der Wechsel? George, KISS, keep it small and simple. In dem Fall ist die Lösung eine klare, nämlich ein Batteriemodul mit Pi mal Daumen 5 Kilowattstunden, das heißt, das ist so eine größere Schachtel, mit einem Ladegerät, wo das eben an der Netzsteckdose hängt und hinten hängt dann ein Inselwechselrichter. Also in Wirklichkeit ist das nichts anderes als die Notstromversorgung, die wir in der IT-Geschichte kennen, nur mit einer größeren Kapazität und mit einem höheren Wirkungsgrad. Weil genau, die genau das habe ich erfragt, weil ich bin nämlich als allererstes an die herangetreten, die USV bieten. Und die können das nicht einmal für 8 oder 6 Stunden Betrieb, die können das alle nicht, hat man mir gesagt. Naja, da brauchst du ja nur, also Leistung und Energie sind zwei unabhängige Koordinaten, wie wir wissen. Energie ist Leistung mal Zeit. Und das ist nur die, also du hast beide Freiheitsgrade. Du kannst sagen, welche Leistung will ich haben. Das definiert, was muss der Wechselrichter für eine Ausgangsleistung haben. Vielleicht nur mit einer Spitzenleistung für einen Anlauf. Weil ein Kühlschrank hat zwar nur eine Dauerleistung von 100 Watt, aber eine Anlaufleistung von 1000 Watt. Also das ist die eine Koordinate, die Leistung. Und die zweite Koordinate ist die Energie. Wie viele Stunden willst du diese Leistung abrufen können? Und das definiert, wie viele Kilowattstunden muss die Batterie haben. Und das ist ja der Unterschied zwischen der IT-Notstromversorgung, die typischerweise ja nur auf 10 Minuten konzipiert ist zum Runterfahren der Systeme, und der Blackout-Überbrückung, die halt dann einen Tag oder von mir aus auch eine Woche laufen soll. Genau, und das ist mir klar. Und das habe ich auch dort so erfragt und erfahren. Und ich habe gesagt, und kann man da mehr zusammenbringen, wenn man die Batterie vergrößert? Und das geht alles technisch. Wenn man basteln will, kann man viel machen. Aber Fertiglösungen gibt es keine dafür. Bin ich also in eine andere Richtung gegangen. Da gibt es die Leute, die diese Geräte hergeben. Und auch die haben keine Zusatzgeräte, wie du sie gerade hier im Gespräch konzipierst. Die kann ich mir auch bauen. Aber es gibt einen Blackout. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Hunderte oder Tausende Leute, die medizinische Geringstromverbraucher betreiben wollen, aber nicht mehr können, wenn das Blackout da ist. Und das ist Das ist leider das Problem des freien Marktes, dass halt dort nur Themen groß werden, wo viel Nachfrage ist. Aber es gibt sehr wohl Lösungen. Es gibt zum Beispiel, kannst du im Internet noch schon die Firma SolCube, der ist eh da bei mir in der Schwarzlack genau, das Simon Niederkircher ist das, die bauen so Kisten, wo eine Lithium-Batterie drinnen ist, also eine 12-Volt-Batterie, ein Wixtron-Wechselrichter mit ein paar hundert Watt, und dann ein Ladegerät, mit dem du das von außen aufladen kannst. Oder auch per Photovoltaik. Schreib mal einfach den Namen oder den Link per E-Mail oder in den Chat, was immer genügt schon, kann ich schon weiterschauen. Ja. Also ich glaube, dass es da durchaus Komponenten gibt. Meine Astro-Batterie. Aber wie gesagt, das ist nicht der Mainstream. Das ist natürlich ein bisschen das Problem. Und schön wäre, da bin ich schon mit dir, schön wäre, wenn die Geräte natürlich eine 12-Volt-Versorgung hätten. Weil ich nehme an, das wird eine kleine Luftpumpe sein, die, weiß ich nicht, 20 Watt, 50 Watt oder so in der Größenordnung oder noch weniger hat. Ja. Und wenn das natürlich mit 12 Volt zu betreiben wäre, dann ist es sowieso gegessen. Dann kann man einen 12-Volt-Auto-Akku auch nehmen. Das war ja bei meinem alten Gerät, das ich hier noch habe, den verkauft keiner mehr. Da ist es eine 12-Volt-Lösung. Die neuen Geräte gehen alle auf 230 Volt und haben viel mehr Handicap in Richtung Blackout mitzuschleppen. Und es gibt nicht nur Leute, die CPAP
Geräte brauchen. Es gibt ja ganz andere medizinische Geräte auch. Und dass also ein Großteil, nein, ein gewisser Teil der Bevölkerung einfach nicht hundertprozentig gesund ist, ist bekannt. Und manche von denen brauchen Geräte. Es ist ja nicht nur ein CPAP-Gerät, was Strom versorgen muss. Und da denke ich, da sind schon Leute, die dann auf die Barrikaden steigen müssten, wenn sie nicht weiterleben können, so wie bisher, nur weil der Strom einmal ausfällt, der Zeit. Ja, gute Frage. Ich habe kein Thema. Die Spitäler, die hast du alle, überall hast du einen Notstromdiesel hängen. Aber ich kann mir doch bitte in einer Mietwohnung im dritten Stock keinen Notstromdiesel hinhängen. Auch nicht als außerhalb des Fensters, wie man ein Klimagerät hängen kann. Ja, aber ich würde das trotzdem einfach pragmatisch sehen und okay, dann nehme ich mir einen Inselwechselrichter mit eben einer passenden Leistung, 1-200 Watt oder was das Ding braucht und zum Beispiel irgendeine Lithiumbatterie oder was auch immer und ein Ladegerät und das sind halt dann drei Komponenten. Also wir haben zum Beispiel, weil ich bin ja im Bereich der Fridays for Future bei den Demos involviert, um dort die mobilen Stromversorgungen zur Verfügung zu stellen und dort haben wir zum Teil REC-Lösungen, da schneiden wir halt in der 19 Zoll REC eine BYD-Batterie mit 4 Kilowattstunden rein, diese 48-Volt-Batterie, dann, die hat 4 Höheneinheiten, dann schneiden wir einen 3-kW-Wechselrichter rein, der hat auch 4 Höheneinheiten und dann irgendein Labernetzgerät mit 48 Volt, mit dem wir das Ganze wieder aufladen. Und also verstehe alles. Und wenn ich das also dann wirklich einmal machen können möchte, dann werde ich die schon kontaktieren und gibt mir die Tipps, bei wem Fragen kaufen etc. Das genügt für hier, weil das ist ein spezielles Thema. Aber das habe ich nur angesprochen, weil Blackout gefragt wurde. Ja, ja. Na, aber genau, das wäre auch ein Thema, wenn irgendwo jetzt auch im Geschoss wohnt, weil da ist eben, wie gesagt, ja nicht die Voraussetzung, Photovoltaik oder was auch immer, eben auch zur Teilnahme an solchen neuen Energiegemeinschaftslösungen. Also im Haushalt einfach eine Batterie zu haben mit einer gewissen Kapazität und wirklich mit einer 230-Volt-Steckdose verschiedene Geräte von mir aus ein Multimedia betreiben zu können, ist sicher was Sinn macht. Oder was meiner Meinung nach eines der wichtigsten Geräte ist, ist einfach der Kühlschrank. Ja, bin ich ganz bei dir. Absolut. Nur das muss einer machen. Und die Idee muss aufkommen. Das ist ja. In meiner Lebensspanne wird das nicht mehr sein. Ja. Aber da macht uns ja gerade der Herr Putin eh sehr viel Druck, solche Überlegungen anzustellen. Ja. Gut, danke. Ja, ich glaube, wir sind mit dem Zeitrahmen sind wir eh in etwa in dem Bereich, wo wir dann ans Schluss machen denken sollten. Wenn jemand noch Fragen hat, dann geht es schnell, bevor, wenn es vorbei ist, ist es spät. Nur kurz vielleicht Einwurf. CPAP-Gerät, ja, das Philips Respondic, das läuft mit 12 Volt, das hat auch ein Netzgerät drauf. Ich habe auch eins mit 12 Volt, nur das ist schon so alt, das serviciert keiner. Nein, das ist ein neues. Die Respondic ist eine neue Serie. Schreibst du das bitte in den Chat hinein? Ich glaube, ich stehe schon drinnen. Ah, ja, genau. Ja, danke. Sehr gut. Und dann nur eine zweite Frage. Vielleicht hat schon irgendwer Erfahrung mit Regelenergie? Weil angeblich gibt es jetzt schon einen Austria-Mail-Speicher, der das Signal von der APG empfangen kann. Naja, jetzt sind wir genau bei der Geschichte mit meiner Präsentation. Wer will von wo welche Komponente steuern? Wenn das nur eine ist, mag das sein. Aber spannend wird es ja dann, wenn in dem Haushalt, wo jetzt die APG meine Warmwasserbereitung fernsteuern will, auch ein Elektroauto steht, wo vielleicht dann Interessenskonflikte entstehen. Das ist genau die Geschichte, wo ich ja meine, dass da es nicht zusammenpasst. Weil das war die eine Folie, warte, wenn wir das noch einmal uns holen wollen. Ja, nein, nur ich meine, ich kann mir ja selber entscheiden, welche Geräte ich von der APG steuern lasse. Na, für Elektroautos wird sicher notwendig werden, dass die gesteuert werden. Ja, aber die APG weiß ja dann nicht, was ich in meinem Haushalt für eine Gesamtsituation habe. Das war, an sich ist das genau die Geschichte. Das ist schon richtig.
Aber dass man überhaupt einmal am Regelenergiemarkt nicht nur mit einem 300, 400 kW-Generator mitspielen kann, unter Anführungszeichen, sondern auch mit kleineren Geräten. Naja, also da muss man grundsätzlich dazu sagen, der Begriff Regelenergie kommt ja in Wirklichkeit aus dem alten Energiemarkt und wird ja auch eine neue Definition erfahren. Das war ja Inhalt des ersten Teils auch, weil ja da verschiedene Dinge sich verändern, weil die klassische Regelenergie, die basierend auf den rotierenden Massen der Generatoren funktioniert hat und wo man dann halt irgendwo bei den Pelton-Turbinen die Turbinenregler nachgeschoben hat. So wird in der Zukunft das ja nicht mehr laufen, weil einfach diese technischen Gegebenheiten sich verschieben und es wird auch der Regelleistungsmarkt in dem Sinn eine neue Definition erfahren. Und das war ja sowieso aus meiner Sicht eine Schnapsidee, dass die APG, die ja auf der obersten Netzebene sitzt, mit irgendwelchen Haushalten was basteln will. Weil da muss man sagen, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Und das ist ja genau die Geschichte mit den Energiegemeinschaften. Wenn die Energiegemeinschaften schon auf der Netzebene 7 das so ausregeln, dass möglichst wenig Leistung auch über den nächsten Trafo drüber geht, dann ist ja schon von unten her in den Netzen eine Verstetigung, die sich einfach dann über die dynamischen Tarife automatisch ergibt. Weil wenn dann alle den Photovoltaiküberschuss, der mittags angeboten wird, in ihre Batterien einspeichern oder in die Elektroheizung, in die Warmwasserbereitung, dann gibt es ja diese massiven Lastspitzen oder Angebotsspitzen gar nicht mehr in der herkömmlichen Form, weil das dann schon von unten passiert und dann ist oben das auch kein Thema mehr. Es gibt ja zum Beispiel, ich hatte in der ersten Präsentation das auch drinnen, in diesen Goldgräberfolien, da gab es ja auch zum Beispiel diese Marktidee, wir nützen die negativen Energiepreise, um da irgendwelche eben auch Regelleistungsgeschichten zu verkaufen. Aber das sind tote Pferde, weil es wird bald keine negativen Energiekosten mehr geben, weil sobald alle auf die Idee kommen, dass man die Zeitschlitze, wo die Energie besonders billig ist, entsprechend stärker beackert, dann ist das weg. Also in Wirklichkeit ist ein negativer Energiepreis nur ein Hinweis auf einen nicht funktionierenden Markt. Weil da passt was nicht von der Konzeption. Und genau das wird ja jetzt gerade repariert. Und genau das führt ja dann auch zum Teil zu einer Verstetigung der Marktpreise. Und damit sind genau diese Marktideen weg. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob die APG überhaupt solche Lösungen noch anbietet. Also ich glaube, das war Schnee von vorigen Jahren oder von mittlerweile vor einigen Jahren. Ja, schon, aber das ist ja genau der Punkt, auf den ich eigentlich hin will, weil ich übernehme dann, was eigentlich die APG machen sollte und bekomme aber nichts dafür. Wenn ich aber jetzt mit dem Speicher von der APG angesteuert wäre, erwarte ich mir ja auch, dass ich das Bereitstellungsentgelt kriege und dann auch noch. Weißt du, was ich meine? Weil wir regeln ihnen unten das Netz aus, sie freuen sich und wir kriegen aber nichts. Was ja, jetzt? Meiner Meinung nach ist auch ein wesentlicher Aspekt, warum dieses APG-Konzept gar nicht funktionieren kann, das, dass es mit der Physik nicht im Einklang steht. Weil wenn jetzt die APG von ganz weit oben irgendwas unten ausregeln will, aber gar nicht weiß, wie jetzt in meinem Ortsnetz der Trafo gerade ausgelastet ist, dann ist ja das ein Widerspruch in sich. Und das zweite Thema, das ich sehe, natürlich geht das jetzt noch nicht, das war das, was ich angesprochen habe mit den Netzkosten. Aber sobald am Markt ein Netzkostenvorteil durchgesetzt ist, werde ich doch kein Interesse mehr haben, auf der Netzebene 7 mit einer APG Geschäfte zu machen, wo natürlich die vollen Netzkosten anfallen, zumindest in eine Richtung, wenn ich mit dem Nachbarn oder auf privatem Grund im Geschosswohnbau mit null Mehrwertsteuer, mit null Abgaben und mit null Netzkosten die Energie innerhalb der Energiegemeinschaft transferieren kann. Also dieses APG-Geschäftsmodell ist auf Sand gebaut, weil es zum Beispiel diese Topologie und diese Netzkostenstruktur nicht berücksichtigt. Das ist einfach ein Goldgräbergeschichtel. Ja.
Gut. Kommt noch was, weil ich dann irgendwann einmal auch die Aufzeichnung abtragen will. Wenn wir nichts mehr haben. Wenn wir noch was haben, bitte gleich. Nein, danke. Na, das war's dann wohl. Petra, ein Schlusswort. Ja, ich denke, das ist jetzt dann das Schlusswort. Also ich kann mich als Vortragender mal nur fürs Interesse bedanken, für die interessanten Fragen, für die interessante Diskussion. Und wie gesagt, die Folien sind abrufbar dann. Ich bin sowieso erreichbar per Mail, also der Mailkontakt sollte soweit bekannt sein, respektive auch über den Giorgi natürlich zu hinterfragen. Und darf ich deine Mail, E-Mail-Adresse ja weitergeben? Ja. Ja, natürlich. Ja. Und wie gesagt, wenn jemand zu irgendeinem spezifischen Aspekt ein Privatissimum braucht, dann jederzeit gerne. Wunderbar, das ist ein tolles Angebot und wir werden sicherlich weiterhin in Kontakt bleiben, weil diese Doppelveranstaltung mit den zwei Teilen Vorträgen war eine sehr gute und ich glaube, wir werden dich wieder anzapfen, wenn es ein Thema gibt, das dich auch interessiert, nicht nur, das war das Main-Thema, aber das Hauptthema, aber vielleicht gibt es ja noch was anderes auch, wo du uns was sagen möchtest. Wir werden in Kontakt bleiben, keine Frage. Auf jeden Fall, natürlich. Also, wie gesagt, ich bin in mehr oder weniger allen Spielarten, was erneuerbare Energie betrifft, auch Energiespeicherung zum Beispiel ist vielleicht ein eigenes Thema, das auch diskutiert werden sollte. Also eben diese Dualität Tages-Wochenspeicherung versus saisonale Speicherung. Also das könnte zum Beispiel ein interessantes Thema sein. Also gerade, Giorgi, du musst dir natürlich überlegen, jetzt vom Kerngeschäft, vom Clubcomputer, was einfach dort die Themen sind, die dorthin passen. Und was natürlich theoretisch auch noch dann eine mögliche Schiene ist, das war ja jetzt immer noch nicht Hardcore-Technik. Also man kann natürlich, wenn es da eine Zielgruppe gibt, natürlich auch wirklich in die Bits und Bytes hineinschauen, wie wird das jetzt da zwischen den einzelnen Teilnehmern hin und her transportiert, wie bindet man eine Wallbox an, welche UDP-Pakete schickt man der, damit sie die Leistung verstellt. Also da ist natürlich eine sehr breite Themenpalette vorhanden. Also da ist es eher vielleicht die Frage, was sind die Interessensgebiete jetzt von deiner Seite, also was ja. Ich vom Clubcomputer zum Beispiel wäre. Also du kennst jetzt mittlerweile eh ungefähr mein Portfolio und wir reden uns einfach zusammen. Genau, machen wir. Ja, es ist auch so, dass Clubcomputer nicht nur mittlerweile nur Computer und so als Thema hat, sondern es sind schon ziemlich weit gegangen in der letzten Zeit, weil die Themen ja auch nicht so sind, dass sie ewig was Neues bieten, wenn man nur auf Computer sich beschränkt. Da hat der Franz Fiener vor einiger Zeit etwas von der Zirkelbem im 10. Bezirk erzählt. Das sind die Leute aus Böhmen, die dort hinkommen, sind Ziegelbrennern und Ziegel machen. War ein sehr interessanter Vortrag und absolut off-topic, wenn man Computer annimmt als Thema. Aber das hat auch stattgefunden. Das ist schon dieses Thema, was wir jetzt diese zweimal gehabt haben, ist sehr viel näher an der Computer- und technischen Seite. Und wir haben auch mehrere Formate. Also wir haben nicht nur einen Clubabend im Sinne eines Vortrags, sondern einer Diskussion, sondern wir haben auch Workshops, wo man zum Beispiel sich zusammensetzen kann. Am besten natürlich dann in unserem Clublokal, wenn es ginge, wo man das durchdiskutieren kann, wo man Hands-on und so weiter zusammenbringt. Da hatten wir auch schon Sachen mit einem Arduino oder so. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also nicht nur Vortrag und online. Aber das setzt voraus, dass die Pandemie mitspielt. Ja, wie auch immer, wir bleiben in Kontakt. Ja, wunderbar. Ich darf also jetzt die Aufzeichnung ab. So, stopp.